Wir werden heute Inside spielen. Und zwar Inside kenne ich so gar nicht. Ich habe das durch einen dummen Zufall mitbekommen, weil Inside ist im Game Pass mit drin. Und ich habe den Game Pass und darüber bin ich dann gestoßen. Und dann dachte ich mir, spielen wir doch mal Inside. Ne? Habt ihr denn schon mal was von Inside gehört? Und wie ich merke, euch sagt das alles gar nichts. Das ist cool. Dann sind wir alle eigentlich auf demselben Stand. Und dann entdecken wir das Spiel einfach mal gemeinsam. Und wir gucken auch, und beziehungsweise wir starten auch direkt einfach mal rein. Okay. Wir werden direkt reingeschmissen. Ich dachte, da kommt jetzt noch ein Intro. Oder irgendeine Erklärung. Okay, also wir sind hier ein kleiner Junge im Wald, ganz allein, im Regen und können jetzt hier langlaufen. Warum wir hier sind, wissen wir nicht. Da könnten wir jetzt natürlich einige Theorien reinpacken. Also ich gehe mal von aus, weil das war so im Trailer auch schon zu sehen. Oh, ich kann hier hochspringen, okay. So mit diesem Dunkel und Heller, also wieder so leichte Versteckmechanismen sind wahrscheinlich hier wieder mit drin. Und ja, wie gesagt, das hat mich sehr an Little Nightmares, war doch Little Nightmares, oder? Ja, Little Nightmares erinnert. Und wir kommen jetzt in einem Gebiet, ich kann auch mich nicht umsehen, in so einem abgesperrten Gebiet. Und dann klettern wir doch einfach mal drüber. Was passiert hier? Okay, wir müssen uns hier verstecken. In dem LKW sind gerade Menschen. Also werden Menschen transportiert. Warum? Aber trotzdem ist das Ganze komisch. Und ein bisschen spooky. Bin ich ehrlich. Aber wir laufen mal. Wir laufen einfach weiter. Weil wir es können. Was ist da? Oh oh. Warum haben die Masken auf? Spielen wir jetzt hier Halloween? Oh, was macht er? Ey, ich hoffe, das Game, wirklich, also, ich habe letztens ein Spiel gespielt, da waren die Save Points richtig fies, aber wirklich fies. Und, du musstest echt eine Menge wiederholen, wenn du nicht separat gespeichert hast. Und ich hoffe, dass dieses Game Kontrollpunkte hat. Damit das Ganze nicht ganz so unfair ist. Für mich. Und vielleicht auch nicht ganz so frustrierend dann. Okay, das ist jetzt der LKW von vorhin, ne? Okay, was kann ich hier machen? Ich kann nichts machen. Ich kann hier nicht über die Mauer. Kann ich mit dem... LOL! Ich kann Sachen umwerfen! Okay. Ist da noch wer? Okay, wir verfolgen anscheinend irgendwie diesen LKW, wo Menschen transportiert werden. Warum? Wissen wir nicht. Also wir wissen nicht, warum A, die Menschen transportiert werden und B, warum wir den LKW verfolgen. Vielleicht wird da jemand verschleppt und ist jetzt in diesem LKW, den wir versuchen quasi zu retten. Also, weiß ich nicht. Meine Schwester, meine Eltern. I don't know. So, ich kann... Oh Gott, jetzt muss ich das bestimmt hier mit runternehmen, ne? Aha. So, kann ich das denn eigentlich jetzt so und kann ich das einfach drücken? Weil drücken ist einfacher als ziehen. Flup. Ich weiß auch nicht, ob wir so laut sein sollten. Okay. Ah, okay, die können anscheinend nicht so weit gucken mit ihren Taschenlampen. Das heißt, wir können hier uns ganz gemütlich... Okay, wir können uns nicht ganz gemütlich hier... Ein Hund! Oh, nein, 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 nein! Renne! No! Okay. Das... war knapp. Das war jetzt... tricky. Okay, wir haben anscheinend auch Hunde, die uns dann verfolgen. Das ist auch nicht so optimal.
Also müssen wir auf jeden Fall vorsichtig sein. Gibt es auch immer so schöne Sprichwörter. Ich bringe ja die Sprichwörter bei uns, bei Stevie. Also wenn ich mit Stevie ja zusammenspiele, bringe ich ja gerne Sprichwörter durcheinander, ne? Gab es da nicht auch irgendwie so ein Sprichwort von wegen Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste oder so? Oder so ähnlich. Kann ich? Der sieht mich! Nein. Okay. Und zurück. No, my friend. No, you don't see me. Nein, nicht mit mir. Habt ihr denn eigentlich noch eine Theorie, warum wir hier sind? Und warum wir diesem LKW verfolgen? Also, ich habe ja schon gesehen, Kenny hat ja auch gesagt, er schätzt es auch, dass wir... dass jemand eventuell entführt wurde, den wir versuchen zu retten. Das ist ja meine Theorie. Boah, ich weiß nicht, ob jetzt... Sitzt da jetzt jemand drinne? Kann ich einfach in den Lichtstrahl so rein? Oder werde ich jetzt einfach Komm! Du bist schneller! Du bist jünger, du bist schneller, du bist... Und weiter geht's! Lauf! No, du kriegst mich nicht! Oh, was? Die schießen auf mich? Mit Betäubungsfeilen! Die haben doch nicht mehr alle Tassen. Und jetzt kommen Hunde. Jawoll. Genau. Scheiße. Und... Oh Gott, das war knapp. Freunde. Okay. Können wir für ewig die Luft anhalten? Oh no. Nein, können wir nicht. So, scheiße. Das lief jetzt... Nicht optimal. Was mache ich denn jetzt? Kann ich tauchen? Wie? Und wenn ja, wie? Oh ja, ich kann so tauchen, okay. Okay. Die gucken gerade nach links. Das heißt, ich könnte doch jetzt hier nach oben tauchen, oder? Jawohl. Man sieht ja auch keine Person schwimmen. So, wenn man nur mit dem Einscheinwerfer nach links leuchtet. Ich denke, vielleicht wurden wir entführt und sind ausgebüxt und wollen heim. Das ist auch eine gute Theorie. Na schön. Warum sind hier tote Schweine? Das heißt alles nichts Gutes. Also auch das mit diesem abgesperrten Bereich, das ist alles nicht, alles nicht gut. Oh. Aber die Hunde, die stressen mich ja jetzt schon, ne? Also die Hunde sind, wenn die auf einmal rauskommen, dann ist, glaube ich, vorbei. Dann ist Ende. Ende im Gelände. Das wollte ich nicht. Aber wie gesagt, wir wollen ja so wenig Sounds machen wie möglich, damit wir unentdeckt bleiben. Ne? Das ist ja, glaube ich, so das ganze Game an sich, dass man halt guckt, dass man sich so ein bisschen durchmogelt, in Anführungsstrichen. Und nun noch Maispelt, Kinder des Zorns. Genau. Oh, guck mal da! Oh, guck mal hier, die kleinen Kükis! Oh, wie süß. Oh, guck sie euch an. Oh, ist sie schön. Das Problem ist, verraten die mich jetzt? Weil die ja zu mir laufen? Und die laufen jetzt hinterher. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber sie sind süß. Kann man sagen, was man will. Oh, guckt euch das an. Überall so kleine Kügelchens. Und das bei dem Regen. Kommt schnell rein. Freunde, kommt! Wir müssen alle rein! Aber ich kletter hier hoch. Jetzt bin ich aber ein bisschen traurig, weil ich lasse die jetzt alleine. Oh, warte mal. Machen wir mal lieber so. Mal ein bisschen mehr Schwung holen. Mal gucken, ob er rückwärts abspringen kann. Oh ja, kann er. Sehr gut. Okay. Wo sind wir? Also wir sind ja jetzt in der Scheune, oder? Also eigentlich dürfte uns doch jetzt hier nichts weiter passieren. Eigentlich. Kann ich die Tür aufmachen, damit ich die Kükis mitnehmen kann? Oh ja. Nimm, mach die weg. Mach das weg. Lass uns die Kükis holen. Kükis, komm mit. Ja. Ja. So. Lass mich ran. Ich muss hier diesen Hebel bestimmt betätigen. Nö. Okay. Gucken wir mal, was können wir...
Oh, nee, 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 nee. Das macht irgendwie alles. Das glaube ich, das macht Lärm. Aber verdammt, ich glaube, ich muss es machen. Ah. Okay. Und. Oder? Nee, immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt kann ich den. So, muss ich hier halten? Ach, ich möchte da oben das Ding runterschmeißen. Verstehe. Aber was muss ich jetzt da reinpacken? Nee. Ganz ehrlich, muss ich die Küken dahin packen? Oh nee, komm, wir müssen was anderes finden, oder? Irgendwas anderes, aber nicht die Küken, ey, bitte nicht. Küken gegenschmeißen? Bitte nicht. Die haben Küken. So geht man nicht mit Küken um. Okay, komm, wir probieren's. Ey, das finde ich aber auch schon wieder. Das finde ich aber schon wieder heftig. Okay, warte, ich war zu langsam. Was, überleben die doch? Also, weiß ich nicht. So, okay, jetzt rennen wir hier zurück. Machen das Ding an und lassen die Küken jetzt alle einsaugen. Wie so ein Staubsauger. Von wegen, die überleben das. Das eine, das bewegt sich nicht mehr. Hey Junge, du hast gelogen. Siehst du dieses Küken da? Macht mich traurig. Ein Küken ist von uns gegangen. Ja, siehst du? Mutti FSK ist vielleicht meiner Meinung. Arme Küken. Aber jetzt lasse ich die Küken ja eh jetzt wieder zurück. Wobei der. Aber sie sind wenigstens überdacht. Also das heißt, sie sind auf jeden Fall im Trockenen. Alles ja schon mal positiv. Soll ich jetzt wirklich da runterspringen, um auf den Schweinen zu landen? Okay. Let's do it! Gott, das muss doch trotzdem wehgetan haben. Also, kann mir doch keiner erzählen. Oh nein! Jetzt muss ich das, was ich jetzt mir hier gerade, was hier runtergefallen. Ach nee, ich muss den Wagen mitnehmen. Okay. Spring! Spring auf die Schweine! Aber es tut doch trotzdem weh von der Höhe. Also kann mir doch keiner erzählen, oder? Also die Schweine, die federn doch nicht so ab. Der Bengler hat Assassin's Creed gespielt. Ja, das wird. Ezio Auditore. Aber was ich schon mal gut finde, ist. Wir haben jetzt lange keine Gegner gehabt. Also wir haben jetzt lange in Anführungsstrichen. Aber zumindest jetzt keine Hunde und keine Typen mit irgendwelchen Masken. Als ob wir hier, weiß ich nicht, wie heißt dieser eine Halloween-Film? Jason? Ja, das ist ja wirklich Assassin's Creed. Das ist ja krass. Heftig. So, dann sind wir hier wieder. Bei den Schweinen? Was? Okay, ich will nicht wissen, was das jetzt da ist. Ist es eine Made, die jetzt da... Egal. Okay. Lass mich in Ruhe. Okay, let's go. Und ich streck sich aus. Oh nee, warte. Nicht hier hoch. Ich muss hier hoch. Okay. Kann ich den jetzt ziehen? Was habe ich gemacht? Was ist das? Auf jeden Fall eklig. Es war und ist eklig. Bin ich ehrlich. Was auch immer das war. Kann ich dich jetzt hier mitnehmen? LOL. Okay. Das Schwein sieht aber auch nicht mehr so gesund aus. Bin ich ehrlich. Schwanz abgerissen. Ich glaube, das ist eher so ein Parasit. Weil sich das da unten immer noch, unten rechts da so bewegt.
anscheinend Steuer. Ach nee, warte mal, vielleicht muss ich ja... Jetzt euch und hoch? Oh Gott. Oh no. Oh no, wie mache ich denn das jetzt? Ich muss irgendwie das hinkriegen, dass beide Seiten zeitgleich da sind. Jetzt geht das Rätsel los. So sieht's aus. Zombies. Oder wie bei Welcome to the Game. Ja, wie machen wir das jetzt? Warte mal. Kann ich das nicht doch noch irgendwie machen? Ah. Ich muss die anderen festhalten lassen, dann kann ich mit den anderen zurückrennen und jetzt kann ich alle nehmen. Ja, okay, verstehe. Das war für mich jetzt noch ein Rätsel, was okay war. Oder ich muss es ziehen. Diesen Helm, den würde ich gerne mitnehmen. Also, kann ich ihn jetzt einfach so... Nope, kann ich nicht. Also, okay, gut. Dann muss ich den Helm hier lassen. Schade. Weil das wären jetzt gute Helferleins gewesen. Okay. Hä? Als ob ich das alleine hochkriege. Okay, cool. Krass. Krass, krass, krass. So, jetzt wird es aber auf jeden Fall schon mal hell, also Tag. Was ist denn da los? Da ist der LKW. Jetzt ist die Frage, was ist mit den Leuten los? Sind es jetzt auch so eine Zombies, die wir auch gerade hatten, die wir so nutzen konnten? Und warum stehen die einfach nur alle in einer Reihe? Das ist schon komisch. Okay. So, jetzt kann ich... So, ja, ne? Jetzt kann ich hier hochklettern, oder? Ja. Wunderbar. Ja, kletter, kletter, kletter. Und jetzt ein bisschen schwingen. Jawohl. Und jump. Jawohl. Perfekt. Ja, doch eher so eine Manipulationsmaschine. Ja, das stimmt. So, dass ich die Leute ja dann darüber steuern kann. Also denen meinen Willen quasi aufzwinge. Das sind jetzt aber keine Küken, ne? Das sind jetzt Vögelchens. Genau, okay. Oh Gott, ich sehe schon, komm, ich muss da oben die Kiste irgendwie wahrscheinlich runterkriegen. Oder? Das steht auch nicht so umsonst so einfach so da, oder? Doch. Also, ja, ich glaube schon. Wir gucken uns erstmal an, was wir jetzt hier haben. So, weil hier runterspringen ist, glaube ich, schlecht. Aber hier hinspringen ist vielleicht gut. Okay. Kann ich mich mit dem denn... Okay, warte mal, kann ich... Ach, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Das heißt... Kann ich... Warte mal. Ein Stück. Ach, mehr geht eh nicht. Okay. So, könnte ich jetzt... an die Leiter... hier rüber... Gott, zum Glück konnte er sich festhalten. Und jetzt... mit Anlauf mich da ranhängeln? Geht das? Nee, aber vielleicht ein bisschen... So minimal. Aber dann komme ich ja nicht mehr da hoch. Ich habe vergessen zu springen. Wenn ich jetzt hier rüber. Immer noch nicht. Aufgepasst. Wir müssen den nochmal kurz runter machen. Ich habe nicht mehr. So. Und wenn ich das jetzt mache. Ganz nach oben. Dann müsste ich doch rein theoretisch. Von hier darüber? Naja, wo? Achso, jetzt so? Ja, genau.
Und jetzt kann ich doch das Ding hier wahrscheinlich runterschubsen. Das hat er jetzt nicht überlebt. Aber wir halten fest, faire Kontrollpunkte. Muss man ja sagen. Voll. Haben wir geschafft. So, dann heißt es, wir klettern jetzt hier wieder runter. Flup. Lassen wir uns jetzt hier mit Absicht mal nicht fallen, weil nicht, dass wir daran sterben. Und gehen jetzt in das schöne Löchlein, was wir uns da... Aber da, wir wissen doch gar nicht, wie tief das ist. Wer sagt denn, dass wir da nicht sterben? Also. Okay. Was hier? Blinkt was? Aha. Sind wir eigentlich immer noch in dieser Scheune? Nee, ne? Also wir sind ja jetzt da in diesen, in das Gebäude rein, wo die ganzen Leute davor standen. Und wir wissen immer noch nicht, was und warum wir hier sind. Ist auch klar. Also man kommt in so ein Gebäude rein, kommt also so durch so einen Gang und sieht irgendwie so eine komische Maschine. Und das Erste, was man macht, ist so, ja, ich ziehe einfach mal die Batterie oder so. Wir wissen noch nicht mal, was das macht. Es... ja, hätte ja auch komplett anders sein können. Aber egal. Wir haben es jetzt gemacht. Ich habe das Gefühl, dass wir hier, glaube ich, ab jetzt nicht mehr so ganz alleine sind. Okay. Okay, damit können wir das Tor öffnen. Gut. Und jetzt kann ich die gegeneinander... Ach, ich muss beide auf die Plattform bringen. Ah, okay. Nächste Rätsel. Ich muss jetzt bestimmt raus hier. Muss jetzt die Tür wahrscheinlich zumachen. Damit ich damit den Abstand positionieren kann. Oh Gott, das war jetzt aber ganz schlecht gesprungen. Ganz schlecht, mein Freund. So, jetzt wird Schuh draus. So, warte mal. Wenn ich jetzt mich da hinstelle. Warte mal, wenn ich jetzt beide so weit weglaufen lasse, wie ist es dann? Aha. So, kann ich jetzt hier wieder raus? Dankeschön. So. Haben wir auch hinbekommen. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bis dato sind auch die Rätsel... nicht ganz so tricky, glaube ich. Also das Spiel ist noch... ist fair. Sagen wir es mal so. Die Rätsel sind nicht ganz so knackig. Aktuell. Noch. Da kann sich aber alles ändern. So, wir gucken aber erstmal weiter. Wo geht's denn jetzt hier lang? Also auch krass. Die Animation, wie sich das Brett so leicht biegt. So gar, wirklich so ein Hauch. Also grafiktechnisch finde ich das auch eigentlich schön gemacht, würde ich wirklich sagen. Okay. Und an da! Halt dich. Ab nach oben. Okay, da unten laufen die Jungs und Mädels rum. Aber sehr robotermäßig. Flup! Nein. Ich dachte, jetzt rutscht der da runter. Das wäre jetzt auch noch gewesen, ey. Ah, ich mag die Grafik auch. Also die Grafik ist wirklich... Nein! Oh! Bin ich einfach runtergerutscht? Nee. Was? So ab und zu ist... ist nicht so einfach. Mit der Reaktion. Muss ich jetzt da runter? Weil ich glaube nicht, dass ich da rüber springen kann. Ich glaube, dass ich eher hier so runterrutschen muss.
Okay, jetzt bin ich hier unten. Was? Das finde ich jetzt nicht so optimal. Vor allem auch, dass wir jetzt ein bisschen laut sind. Okay, okay, okay. Wie geht's denn jetzt hier hin? Okay. Warte mal. Kann ich die Leiter eventuell umschmeißen? Ah, das... Ja, lauf hoch. Was ist da für ein Durchgang? Also ich bin ehrlich, warum soll ich denn den Blödsinn jetzt anmachen? Und dann schießt ihr auf mich, oder was? Nee. Warum? Also warum so... Ich wollte gerade sagen, warum sollte ich das machen? Ich habe keinen Nutzen davon. Aber ich gehe von aus, dann geht erst dieser Fahrstuhl. Also muss ich das anmachen? Ja, toll. Kann ich das nicht zum Koop spielen? Weißt du denn, lässt du einen hier stehen, so Steve? Und ich renn vor? Okay, let's go. Nein, nein. Womit schießen die denn? Das ist so eine Art Taser? Alter, ich war ja instant weg. Okay, okay, okay. Also, das geht anscheinend schneller als mir, Liebes. Ich hoffe, die laufen halbwegs synchron. Die Jungs. Nein! Jetzt haben sie mich zweimal reingelegt. Hey, okay. Anders. Wir rennen zuerst dahin, öffnen das Tor, gehen dann wieder zurück, betätigen dann den Hebel, um dann in den Fahrstuhl reinzukommen. Ich würde es ja niemals in der Zeit schaffen, das Tor zu öffnen, wenn die hier am Rotieren sind. Und ab geht's. Jawohl. Ich bin so ein Rätselnaturtalent, Herr Junge. Nein. Das kann ich ganz klar sagen, das kann ich verneinen. Und ihr werdet auch demnächst sehen, warum ich das verneinen kann. So, dann lass uns doch mal gucken, was hier ist. Eine Möwe! Möwe! Weg! Aber das sieht geil aus von der Animation. Also, sah schon nice. Nein, 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 nein! Halt dich fest! Halt dich fest! Halt. Was passiert jetzt? Okay, wir müssen uns so verhalten anscheinend wie die anderen. Weil ansonsten sind wir auffällig. Und ich vergesse immer wieder, frühzeitig das Ding so loszulassen. Ich mache immer einen Step noch mehr. Ich komme beim Vordermann immer näher. Immer näher. Okay, wir müssen wirklich so tun, als ob wir... Als ob wir einer von denen sind. Und in diesem Bereich... müssen wir hüpfen. Ey, warum geht denn der nicht weg? Ich bin doch jetzt synchron, oder nicht? Okay, wenn du auf der Linie bist, muss ich mir merken, nicht hüpfen. Oh nee, ey. Jetzt auch noch mit umdrehen? Kann diese Maschine nicht mal langsam weggehen? Das wird nichts.
der hat jetzt angefangen zu blinken. Ich kann gerade auch nicht auf den Chat gucken. Nein! Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie viele Fails darf ich mir noch erlauben? Ist das unfair? Ich muss mich gerade hart konzentrieren, das tut mir echt leid. Aber... Fuck. Aber die Maschine ist nicht mehr hinter mir. Kann ich jetzt weiterrennen? Ich würde es, glaube ich, nicht machen, weil da hinten stehen ja noch welche mit so einem Hund. Wir tun so, als ob wir dazugehören. Nein, nein, nein. Hundi, Hundi. Easy, easy. Wir rennen nicht weg. Nein, wir rennen nicht weg. Scheiße. Okay, ich hätte vielleicht doch weggerannt. Ich muss nur um die Ecke kommen. Okay, komm, wir rennen. Ist mir egal. Ist mir egal. Okay, das war mir doch nicht ganz so egal. Nein! Warum verfolgt er mich denn weiter? Was ist denn sein Problem? Nein, 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 nein! Mann! Das ist brutal! Hat der mich... Okay, komm, wir rennen jetzt direkt weiter. Wobei, warte mal, wir tricksen ihn aus. Wir lassen ihn hier runterrennen. Ja, komm hier runter. Blöder Hund. Ja, was machst du jetzt? Jetzt bist du einfach nur da. Nee, 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 nee. Ah, Gott, ist mir warm. Ich fange an zu schwitzen. Verdammt. Das Spiel ist doch recht aufregend. So, wir lassen uns einfach mal hier so durchschieben, würde ich sagen, oder? Okay. Hup. Aha. Okay, wait, wait, wait. Wir müssen die Kiste auf die Platte hier schieben, damit das Tor aufgeht. Und holen uns die... Ja. Einfach nur ja. Wisst ihr schon, warum ich ja sage? Nein, wir müssen uns hier hinten fallen lassen, damit wir das Tor da öffnen können, damit ich hier wieder an meine Manipulationsmaschine rankomme. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier runter, damit der mich hier weiter schieben kann. Dum, 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 dum. Weil der kann mich ja dann anscheinend hier so rüberschieben. Sehr gut. Warum gibt es hier diese Plattform? Diese Plattform wird nicht ohne Grund da sein. Wir lassen uns mal kurz weiterschieben. Wobei das uns wahrscheinlich nichts bringt, weil da wird die Tür zu sein. Ja, das habe ich mir gedacht. Verdammt! Also gehen wir erstmal wieder zurück zur Plattform und gucken mal, was wir hier unten finden. Wie jetzt? Ich kann doch jetzt hier nicht runterspringen. Ja, bei der Wendeltreppe habe ich mich auch kurz erschrocken und dachte auch, das wäre ein Sägeblatt, bin ich ehrlich. Ich wollte auch gerade die Wendeltreppe runterlaufen. Aber das Spiel lässt mir ja gar nicht quasi in die Tiefe mich ja gar nicht rein. Ich kann ja nur links und rechts. Jetzt ist aber die Frage, wie kriege ich jetzt das Tor auf? Weil da komme ich nicht durch. Ach, pass mal so auf, warte mal. Kann ich... mit ihm hierhin? Nee, kann ich nicht. Ich wollte gerade überlegen, ob ich das Tor irgendwie hier öffnen kann. Kann ich mit ihm hier hoch und hier hoch? Und dahin? Das heißt, ich... Entschuldigung. Das heißt, ich muss irgendwas da hochbringen.
damit ich was da hinstellen kann. Und ich brauche aber jemanden trotzdem, der mich ja dann noch rüberfährt. Kriege ich das Panel nach unten, damit ich da eine Kiste raufpacken könnte? Kann ich... Ja, steh mal wieder auf. Kann ich mit dir... Nein, ich will... Kann ich dich... Nein. Nein! Ah, wenn man zu blöd ist, die Steuerung richtig zu bedienen. Mann! Ich kann jetzt mit dem zurück. Aber auch nicht mehr. Lol, warum habe ich denn da so ein Ding? Lol, gar nicht gesehen. Jetzt kann ich mit dem zurück. Ey, nicht so weit. Mich jetzt hier raufstellen? Mich einmal fallen lassen? Dann wieder ranknüppern, damit ich den anderen kriege? Und den nutzen, damit der mich rüberschiebt? Hey! Nice! Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ich habe das Ding da oben auch gar nicht gesehen. Ist ja cool. Das dachte ich mir auch gerade, also wirklich. Okay. Das kann ich doch mit dir bestimmt den Hebel hier ziehen. Die sind verwirrt, warum? Achso, warte mal. Okay. Weil ich kann mich, glaube ich, jetzt hier nicht fallen lassen. Ich glaube, dann lande ich nämlich direkt auf dem... Ne? Ihr wisst. Genau an der Kante. Ich kenne mein Glück. Oh, das war knapp. Oh, das war jetzt aber knapp. Hier ist erstmal ganz schnell nach oben tauchen. Das war jetzt aber eine knappe Nummer. War jetzt gar nicht so gut. Muss ich jetzt eigentlich nach da oder nach da? Also wir schwimmen erstmal wahrscheinlich in die falsche Richtung. Oder muss ich nach unten? Hallo? Oh ja, warte mal. Hier ist was. Da unten war bei der Europalette, war da so ein roter, ne, zum Ziehen. Hier, da, den hier, seht ihr den? Kann ich jetzt damit das Ding hier, jawohl, befreien und das denn als quasi Floß nutzen? Cool. Also ich muss sagen, die Mechaniken sind nice. Gefällt mir und ist wirklich nicht ganz so schwer. Ja, also bin ich ehrlich, das ist so mein Rätselniveau. So halbwegs. Ich sehe bei jedem Ja-Moment das Meme von mir, wo die Formel durch die Luft waren und du das Universum verstehst. Ja, das muss ich auch nochmal irgendwann, glaube ich, mal bei uns in den Videos mal mit einbinden. Weil das habe ich sehr oft. Oder auch Stevie hat das auch. Gerne mal. Weißt du, wie gesagt, ja eigentlich eher so unser Rätselkönig ist. Okay, was machen wir jetzt hier? Kann ich hier irgendwie... Okay, da kann ich nichts machen. So einen roten Knopf einfach drücken? Ist immer die beste Idee. Okay. Hä? Okay, wir haben jetzt Wasser abgelassen und müssen jetzt wahrscheinlich wieder Wasser hochlassen. Ah, lol. Ich war zu langsam für das Tor. Und hier komme ich nicht hoch. Kann ich das Wasser jetzt wieder irgendwie ablassen? Oder bin ich jetzt gefangen? Okay, es gibt eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen. Nice. Okay. Also nochmal aufs Neue. Wir lassen Wasser ab. Gehen durch die Tür. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal vorher an, was wir da hinten noch so finden. Also ob wir da einfach so hinkommen. Weil maybe
Wir können, bevor das Wasser hier hochgeht. Nee, können wir nicht. Könnte ich. Weil durch Springen habe ich das Gefühl, bin ich minimal schneller. Aber wirklich ein Hauch. Oh Gott, nee. Das war ja nun mal gar nichts. Warum nicht? Wie soll ich denn das bitte schaffen in der Zeit? Okay, das nächste Rätsel. Verdammt. Also, wie können wir denn aufhalten, dass die Tür so schnell sich schließt? Können wir das überhaupt aufhalten? Wollen wir das überhaupt aufhalten? Und macht es überhaupt Sinn, das aufzuhalten? Weil dann ist ja der ganze Raum überflutet. Wobei, vielleicht können wir ja da drinnen, haben wir ja vielleicht das gleiche Panel, was wir dann unter Wasser einfach drücken können, damit das Wasser wieder ablässt. Aber wir schaffen das niemals in der Zeit, wenn das Wasser steigt, quasi bis zur Tür hinzukommen. Also. Und ich kann ja nichts anderes machen, außer drücken. Ich meine, ich könnte jetzt den Knopf nochmal drücken. Aber das bringt ja nichts. So, ich kann hier nichts mitnehmen, oder? Kann ich... Ich würde gerne irgendwas... Kann ich irgendwas greifen? Nope. Kann ich irgendwas greifen, was hochschwimmt? Wie sowas zum Beispiel? Kann ich das mitnehmen? Nee. Okay, anders. Muss ich eigentlich immer zurück oder kann ich einfach diesen Knopf hier unten unter Wasser nochmal drücken? So, dass ich da hochschwimmen kann. Jawohl. Das war jetzt eigentlich mehr Luck als alles andere, aber ich nehme es mit. Bin ich ehrlich. Alles, was mich weiterbringt und auch wenn es nur Lucky war, nehme ich mit. So, dass wir das Ding hier irgendwie mitnehmen können. Wo müssen wir denn hin? Also wir können den Koffer mitnehmen. Warum können wir den Koffer mitnehmen? Und warum sollte ich den Koffer mitnehmen? Ich kann jetzt mit dem Koffer hier raus. Lol, ich verstehe. Ziel ist es, wir wollen da oben an die Kette. Das heißt, wir lassen jetzt wieder das Wasser steigen, damit wir mit dem... Also das Ding soll dann hochschwimmen, damit wir hier raufklettern. Das Game ist geil. Muss ich sagen, also gefällt mir. Wirklich. Also es gefällt mir wirklich, weil du hast echt... keine Frustrationsschiene. Muss trotzdem grübeln, aber ist halt nicht so knifflig, also nicht zu knifflig. Ist genau mein Niveau. Nee, das war... Nee! Einfach nein! Ich hätte mich da hinstellen sollen für den Schatten. Ich habe den Schatten nicht gesehen vom Rohr. Ich bin noch... Ey. Nein! So, wir stellen uns jetzt erstmal hier hin. Es ist. Oh, wir müssen mitgehen. Nein, wir müssen runter, 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 runter. Runter. Okay. Wir können nicht gleich alles runter machen. Juti, 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 juti. Machen wir das gleich Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Sehr gut. So lang? Nee. Verdammt, schon wieder falsche Richtung. Und ich muss wieder zurück. Und ich wette, ich drehe gleich wieder in die falsche Richtung. Es ist... Ich kann mir sowas nicht merken. Ja, komm. Nee, ich drehe sogar ausnahmsweise. Aber ich gehe safe. Ich gehe safe vor. Wir machen das wirklich Step by Step. Wir machen das jetzt echt safe. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, nochmal erschossen zu werden hier von diesem Robotics. Nein! Greif doch! Nein! Mach doch runter! Shit, ich muss wieder zurück. Oh, das war knapp! Das war knapp, Freunde! Das war gar nicht so... Das war knippies.
Knirpis, Knirpis, Knirpis. Kann ich jetzt... Nee, warte mal, das ist mir noch zu... So, aber jetzt kann ich rüber, oder? Jawohl! Achso, ich kann hier einfach durchspringen. Nein! Halt dich fest! Ich bin aber wenigstens da. Ich dachte, ich muss es mit der Kurbel nochmal machen. Ach, und da ist auch so ein Lämmchen. Nicht klar. Okay, da ist der Schatten hier ungefähr. Und wir müssen... Ich weiß gar nicht, wo muss ich denn jetzt langlaufen? Ich muss mitlaufen, okay. Ohoho. Wieder sehr knapp. Aber ist okay. Nehme ich mit. Oh Gott. Also ich finde das Game an sich finde ich ja eigentlich ganz cool. Die Atmosphäre ist stimmig. Und ja, also mir gefällt das Game wirklich. Und es ist auch nicht... Ich muss auch sagen, das Game ist nicht zu stressig. Hat eine coole Atmosphäre. Schöne Rätsel. Also wirklich schöne Rätsel. Muss ich jetzt runter oder muss ich mich rüberschwimmen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Und, ja. Hat irgendwie Charme, finde ich. So. Was ist jetzt unsere nächste To-Do? Sollte ich mich schwingen? Oh Gott, das könnte jetzt aber länger dauern, wenn ich mich jetzt wirklich schwingen soll. Oh Gott. Ist ja wie früher bei der Schaukel. Ich glaube aber nicht, wir müssen schwingen, oder? Aber wir lassen uns mal runter. Ich glaube nämlich nicht, dass wir jetzt wirklich hier schwingen müssen. Nee, okay. Geht hier weiter. So, dennoch wissen wir aber immer noch nicht, wo wir, warum wir eigentlich hier sind. Ja, und da hinten sind wieder Hunde. Jetzt ist die Frage. Muss ich einfach nur leise sein? Oder... Kriegen die Hunde das mit durch den Geruch eventuell? Also ich mache jetzt extra, versuche ich leise zu sein, nicht zu schnell zu laufen, dass die Hunde da jetzt nicht irgendwie sagen, oh, da hinten ist wer? Ich laufe auch jetzt immer noch nicht, weil ich bin immer noch mit meinen Schuhen im Nassen. Da habe ich gar keine Lust drauf. Okay, der rennt weg. Ich dachte jetzt gerade für einen kurzen Moment, die kommen jetzt wegen mir. Also. Ja. Aber jetzt kommen sie wegen mir. Ei, das war laut. Ei, kommen die jetzt oder? Nicht so. No! No! Vielleicht doch leise sein? Hä? Wieso kommt denn der jetzt hier? Nee! Kannst du auch tauchen? Komm mal hier runter. Komm mal hier runter. Nee, kannst du nämlich nicht. Doch, kannst du. Scheiße. Oh, oh. Shit. Ich hab vergessen, dass ich noch Luft holen muss. Warum? Das war wie? Also wir probieren nochmal durchsprinten. Nee, vergiss es. Okay, wir probieren jetzt nochmal drunter hertauchen. Ja, jetzt kommen die nächsten Hunde, oder was? Nee, 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 bitte nicht. Oh, fuck it.
Nein! Die sind ja gar nicht so blöd! Scheiße! Ich kann sie austricksen! Nee, okay, ich muss wirklich warten, bis die Anna auf der anderen Seite des Zauns sind. Ey, das ist ja heftig. Juhu! Freunde! Das heißt, ich muss Brett für Brett einzeln hier abnehmen. Weil ansonsten kriegen die mich. Bin ich ehrlich. Das Problem ist, wenn ich jetzt dahinter reinrenne, die Hunde können ja mitkommen. Okay. So dann doch nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er selbstständig einfach da so einen Schrank umschmeißt. Nein, 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 nein! Ich dachte, er greift automatisch oder er macht automatisch diese Kletteranimation. Aber nein, macht er nicht. Aber ich muss wirklich sagen, super faire Save Points. Wirklich. Wirklich gute Save Points. Faire Save Points. Aber das war jetzt gerade. Ich dachte wirklich, dass er jetzt einfach die Animation macht. Aber nein. Wie? Lass mich doch in Ruhe! Was machst du? Okay, ich muss warten, bis er anscheinend in seinem Büro ist. Ach, jetzt kommt auch noch so ein anderer Typ von da unten hoch. Jo. Geht mal weiter ins Büro. Und guckt mal nicht durchs Fenster. Sondern schaut euch irgendwas an eurem Schreibtisch an. Okay. Ja, jetzt geh doch da rein. Ist ja geil, jetzt haben wir hier so ein U-Boot. Nice. Was können wir mit dem U-Boot machen? Jetzt zocken wir den Leuten einfach sein, hier irgendwie die Sachen weg. Ist auch geil. Das gefällt mir irgendwie schon wieder. Was können wir denn hier machen? Kann ich einfach rein? Hallo? Einfach so gegendrücken. Wahrscheinlich hier runter, ne? Und. Oh. Wie? Bin ich da hinter? Oder muss ich mehr Schwung holen, um das da kaputt zu machen? Und. Hä? Ich muss doch bestimmt diese Bretter, die da sind, mit dem Ding hier kaputt machen, oder nicht? Und dann. Whee. Aber wo sind wir? Also schön, dass ich aufladen kann. Ja. Aber in welchem Ozean sind wir bitte? Was ist das? Muss ich da rein? Okay. Wir sind auf der Suche nach der Titanic. Nach diesem blauen Saphir, Diamanten. Ne? Am Ende des Films und so. Ah, da nicht, also, ne, ist alles gut. So, ich gehe von aus, wir müssen da rechts weiter, aber ich will mal ganz kurz gucken, was wir hier noch so links haben. Nichts. Ja, hat sich gelohnt, nach da zu gucken. Also gehen wir jetzt mal hier mit ein bisschen Boost durch die Tür. Ich weiß auch gar nicht, ob dieses U-Boot irgendwann, wenn ich das zu oft mache mit diesem Boost, irgendwann, kaputt geht. Weil ich bin mal ehrlich, dieses Geblinke und jedes Mal, wenn ich diesen Boost zünde, hört sich das so an, als ob,
als ob das U-Boot immer weiter kaputt geht. Ich hoffe, das bleibt noch heile, damit ich das Ding hier kaputt kriege. Nein! Ich stelle mich aber heute auch wieder an wie... So, jetzt nochmal. Reicht es immer noch nicht? Ich muss doch das kaputt machen, oder nicht? Also ich meine, es ist... Klar, das dürfte wahrscheinlich nicht auseinanderfallen, aber... Hä? Okay. Ich glaube nicht, dass das Ziel ist aktuell für uns. Achso, das ist jetzt hier nur die... lol, jetzt kann ich doch aussteigen. Wie? Okay, komm, wir probieren einfach mal hier durchzuschwimmen. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich ausgestiegen bin, welche Taste das war. I don't know. Aber gut. Kenny, ja, das Spiel ist im Game Pass inkludiert. Dadurch bin ich erst darauf aufmerksam geworden, weil ich habe den Xbox Game Pass. Ja. Und da ist das Spiel quasi für umsonst. Dafür zahle ich aber monatlich halt einen Beitrag. Da hast du dann eine Auswahl von Spielen, die du dann spielen kannst. Und Inside ist diese Woche bei dem Game Pass mit dazugekommen. Oh Gott, das war jetzt aber lucky. Während ich das so erzähle, wollte ich jetzt einfach nur so ein bisschen hin und her springen. Aber cool. Gleich den Ausgang gefunden. Daher weiß ich gar nicht, wie viel das jetzt eigentlich aktiv wirklich kostet. Aber ich... Also dadurch, dass das Game, glaube ich, auch schon ein bisschen älter ist. Ich glaube, das ist aus dem Jahr 2016. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Okay. Okay. Das heißt, Knopf drücken und wegrennen. Oh. Run, 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 run. Und runter mit dir. Und zwar ganz nach unten. Ja, ja, ja. Das wird jetzt aber knappe Geschichte. Hier ging es um die Röhre. Ja, die waren wirklich sehr überraschend und haben uns auch einmal weggekickt. Ganz heftig. So, jetzt haben wir hier wieder so ein Ding wie vorhin, wie am Anfang. Ich weiß nicht, ob wir einfach Sachen so ziehen sollten, die aussehen wie eine Unterwassermine. Also wir machen's. Und die lädt sich irgendwie auf und gefühlt gehe ich lieber weg. Okay, ich dachte, die explodiert. Deswegen dachte ich mir nur mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Aber ich gehe von aus, wir müssen uns hier so hoch katapultieren lassen. Verdammt! Ich wollte es nutzen, dass ich das so als wie so eine Art Sprungbrett nutze. Während mich so hochzieht. Aber, das lief jetzt beim zweiten Mal schon besser. So, und ich wette, ich muss noch gar nicht hierher. Ich wette, ich hätte noch weiter nach rechts gemusst, um irgendwas wieder mitzunehmen. Oder ich habe rechts weiter irgendwas verpasst. Ich weiß nicht, ob hier in dem Game irgendwas sowas wie Easter Eggs gibt oder so. Das ist auch möglich. Ach, jetzt muss ich mich hier so durch... Warte, okay, warte, warte. Jetzt müssen wir uns hier so durchschwingen. Und... Hopp! Jawoll. Okay. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass jetzt dahinter ein Abgrund ist und ich falle einfach wieder wie so Dings einfach nur runter. Okay, jetzt haben wir... Ah! Und jetzt können wir durchspringen. Ich verstehe. Das heißt, wir können jetzt hier einmal nochmal durchschwimmen und können uns das U-Boot wieder mitnehmen. Was war das denn? Also, das war jetzt gerade
nicht so nice. Daraufhin muss ich erstmal kurz was trinken. Das war ja mal gerade... Was war denn das bitte im Wasser? Gremlins im Wasser, ja. Oh nee, ey. Wichtig auch, ne? In der jetzigen Zeit viel trinken. Bei mir ist richtig warm. Ich schwitze auch wieder wie Socke. Aber wir nehmen uns jetzt erstmal wieder unser U-Boot, laden das auf und machen hier so einen kleinen Jump rüber. Yes. Im U-Boot fühle ich mich ein bisschen sicherer. Auch vor diesen Unterwasserkrempeln. Ne? Also, ich hoffe mal, dass die im U-Boot oder dass das U-Boot mich davor beschützt. Okay, das Gebäude steht halbwegs unter Wasser. Warum? Also wir gehen mal ganz kurz runter und gucken mal, ob wir hier unten noch was Schönes finden. Aber nein. Warum? Also warum steht das Gebäude unter Wasser? Was ist hier passiert? Und hier ist wieder ein Knöpfchen zum Drücken. Und ich habe jetzt nur... Achso, wenn ich hochgehe und dann einfach... Ah, dann steigt er automatisch dann aus. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. So, kann ich dieses Knöpfchen jetzt hier drücken und ganz schnell nach oben wieder schwimmen? Kann ich. Sehr gut. So, jetzt gucken wir erstmal, was passiert. Also irgendwas hat sich gerade geöffnet, habe ich gehört. Wir schwimmen mal jetzt hier so ein bisschen weiter. Okay, wir können hier nicht... Okay, können wir... Nee. Kann ich das hier umwerfen irgendwie? Indem ich dagegen... Donner? Ah, lol. Aber da hätte ich jetzt auch durchschwimmen können. Also da hätte ich jetzt nicht das U-Boot für gebraucht. Bin ich der Meinung. Und wie geht's jetzt hier weiter? Nach unten tauchen? Wir dürfen nicht vergessen, der kleine Mann hat nicht so viel Luft. Also müssen wir ganz schnell. Ja, nee, wir müssen das U-Boot irgendwie mitnehmen. Ja, ja, ich weiß, wir sterben. Okay, okay. Also das heißt, wir müssen irgendwie es schaffen, das U-Boot mitzunehmen, weil wir müssen danach wieder hier rüber und so weiter und so fort. Ne? Habt ihr ja gesehen. So, das heißt, entweder müssen wir hier vorher noch was machen. Oder wir müssen das U-Boot hier verlassen und müssen komplett zurückschwimmen. So, warte. Dann schwimmen wir jetzt mal hier zurück, aber natürlich nicht im Tauchmodus. Weil der kleine Kerl hat ja, wie gesagt, nicht so viel Luft. Ne? Deswegen lassen wir ihn jetzt einfach mal da so ein bisschen schwimmen. Hallo, schwimmst du weiter? Danke. Dann tauchen wir nämlich hier runter. Gehen wieder rüber. Können dann wieder ins U-Boot einsteigen. Und mit dem U-Boot können wir dann wieder quasi da drüber hüppen. Damit wir dann da wieder weiterkommen. Einfach gesagt. Und ich gehe auch von aus, einfach gemacht. So. Genau, jetzt können wir doch jetzt wieder in unser Bötchen hier reinhüpfen. Ja, da rein. Quasi dann wieder hier reinhüpfen. Yay! Ich finde es so geil, dass du mit diesem Boot einfach so hüpfen kannst. Macht richtig Spaß. Aufladen und rum dagegen. Voll geil. Was bist du? Was bist du denn? Möchte es uns einfach nur irgendwas zeigen? Soll ich irgendwie... Oder muss ich das kaputt machen? Jetzt verfolgt es mich. Das macht mein U-Boot kaputt, bist du blöd? Okay, es hat Angst vor diesem Licht. Solange... lässt er mich auch in Ruhe.
Also das heißt, ich muss mich wahrscheinlich immer wieder mal so vorboosten. Ist jetzt so meine Taktik zumindest. Dass ich vor ihm wegkomme. So, hier so mäßig. Ja, und jedes Mal, wenn du mir zu nahe kommst, bleibe ich kurz stehen, lad auf währenddessen und verdünnisiere mich. Oh, nee, warte. Nee, wir gehen jetzt... Wir drücken dich jetzt wieder zurück. Weil ich habe gerade gesehen, dass da oben ein Tor ist. Geh weg. Nein! Nein, 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 nein. Du bleibst da. Du bleibst da. Du bleibst da. Oho. Okay, damit haben wir zumindest das Unterwasser-Gremlin, was auch immer das war. Ja, haben wir weggehalten. So. Macht er einfach mein U-Boot kaputt? Das ist unglaublich. Schon schlimm genug, dass ich mein U-Boot selber kaputt machen muss. Indem ich hier jedes Mal dieses Boost mache. Ich gehe davon aus, dass irgendwann das Ding hier komplett im Eimer ist. Und wir das natürlich dann wieder nicht nutzen können weiter. Bis dato fühle ich mich, wie gesagt, sehr, sehr sicher. Oh nee, ich dachte, ich kann hier auch auf Land so boosten, aber geht ja nicht. Wie auch. Aber gut, okay, wir haben das Meer überquert. Wo auch immer wir waren. Und jetzt kommen wir anscheinend zu einer... Ja, ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus wie ein Gefängnis, aber es sieht schon sehr aus wie ein Gefängnis. So mit den hohen Mauern und so. Als ob man da nicht rein möchte. Vor allem die Leute nicht raus können. Okay. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ist das eine Höhle? Oder so wie so eine Art Mine? Sind die anderen Menschen, werden die genutzt, weil wegen Minenarbeiten oder was? Deswegen halt diese Manipulationskappe. Ich will das ziehen. Ziehen! Also, drück doch! Nein, er drückt nicht. Okay. Ist der nächste Rätsel wieder. Oh, okay, warte mal. Wie 19? 19 Sekunden? 19 Leute, die ich da hinbringen soll? Oh, aber jetzt leuchtet das Ding. Das ist ein Fahrstuhl, das habe ich gar nicht so als solchen erkannt. Was soll ich denn jetzt machen? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum da die 19 stand, aber okay. Sie steht immer noch da. Heißt es jetzt, ich bin schon 19 Mal gestorben? Ich hoffe nicht. Das wäre jetzt sehr viel, finde ich. Oder muss ich... Irgendwas mit 19... Oder muss ich irgendwie 19 Leute befreien und mitnehmen? Kann ich euch mitnehmen? Kann ich euch schieben? Nee. Hä? Ich kann nichts machen. Verdammt! Okay, jetzt bin ich hier hochgefahren. Wir fahren einfach mal runter. Also wir haben hier drei, unten haben wir, unten links haben wir noch gesehen, gerade am Eingang haben wir noch einen. Und da, wo die 19 stand, da waren ja auch nochmal so ein, zwei Leutchens. Das heißt, wir fahren jetzt mal mit dem hier ganz runter. Ganz, ganz runter. Ja, der Fahrstuhl geht aber auch ganz schnell nicht hier runter. Aber dazu bräuchte ich ja so ein Gedankenhütchen. Oder? Das sind wirklich Minenarbeiter oder sowas. Das kann mir auch keiner erzählen. Das ist doch hier alles... Ja, okay, warte mal. Hier unten ist ja nochmal ganz wild. Ist ja nochmal ganz anders. Da brauche ich ja definitiv Leute. Ich kann doch niemals diesen riesen... dieses riesen Container-Ding ins Bummens kriege ich doch alleine niemals gezogen. Aber wo kriege ich jetzt so einen Gedankenhut? Ich nenne jetzt mal Gedankenhut. Oder habt ihr dafür vielleicht einen anderen Begriff? Als Gedanken. Also außer Gedankenhut. Okay, warte. Warum? Also hier ist eine Kurbel. Die wollte ich jetzt mal erstmal noch nicht
bitte. Und hier geht's noch weiter runter. Warum? Also, wirklich, warum? Was passiert, wenn ich die Kurbel betätige? Mit der Kurbel komme ich runter. Okay, das heißt, ich muss dann irgendwas hier runterbringen? Also ich muss... Okay, Alter, das ist jetzt aber... Das... Also ich muss wahrscheinlich den Waggon da hinschieben und runterbringen. Für irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung für was. Weil ich dann hier unten... Aber ich, die Schienen gehen doch nur bis da. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Oh Gott. Okay, hier stehen auf jeden Fall nochmal ein paar Peoples. Da ist mein Dauerwelten-Gedankenlesegerät. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da hin? Kann ich hier hochklettern? Nein. Du warst so oft hoch, darauf kommt es auch nicht mehr an. Das ist richtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schafft das? Schafft das? Gerade so. Gerade so. Und wir müssen wieder runter. Durch. Durch, 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 durch. Nach oben. Okay. Jetzt sind wir hier. Ach, lass mich raten. Jetzt müssen wir... Okay. Aufgepasst, wir machen jetzt ein bisschen Jump-and-Run-Action. Indem wir an das Seil springen. Schön Schwung holen. Jawohl. Und rüber. Und nächste Seil. Schön Sprung holen. Und jawohl. Da sind wir. Jetzt einfach hier rüber. Eieiei, gerade so. Und... Okay, und ihr folgt mir jetzt einfach. Ist ja geil. Okay, das heißt jetzt, kriegt ihr mich hier hoch. Ihr würdet mich sogar da hochkriegen. Ist ja witzig. Aber hier fallen wir wahrscheinlich nur runter. Und zwar dick in die Tiefe. Das wollen wir nicht. Okay, wie kriege ich die Jungs jetzt dazu, mich so hoch zu werfen, dass ich an die Leiter komme. Wo ist denn der Große? Komm her, du. Großer, großer, großer. Nein. Der ganz Große. Ja, ja. So, Großer. Komm her hier. Großer. Lol. So, jetzt ist die Frage, wie... Kann ich das abnehmen? Ich würde den Dauerwellenhelm gerne abnehmen. Wie geht das? Freunde, ich will nicht, dass ihr so weit nach da lauft. Shit. Oh. Okay, die sind so clever und bleiben wirklich vor so einem Ding einfach stehen. Das ist natürlich... Das ist... Ja, das ist gut. So, kommt mal hier rüber, Freunde. Wunderbar. So, dann gehen wir nämlich direkt nach oben. Und jetzt könnten wir ja mal gucken, weil wir haben ja hier hinten noch den Waggon gehabt. Den großen. Und den können wir ja doch jetzt wahrscheinlich mit den Leuten ziehen, weil hier ist ja auch ein Seil. Den kann ich doch bestimmt mit den Leuten mich in den Waggon hieven lassen. Um dann mit dem Seil nach oben zu kommen, oder nicht? Wäre jetzt nur so eine Idee. Oder muss ich... Muss ich hier hin? Weil da ist ja so eine Lücke. Oh no! Okay, also ich muss wahrscheinlich hier hin. Weil da so eine Lücke ist. Das ist wirklich meine Vermutung. Und mit dem Seil, da könnte ich jetzt mal überlegen, können die mich hier hochschmeißen? Hoch. Hoch mit mir. Jawohl. Können sie.
So, und jetzt kann ich doch hier rüber. Mich hier reinfallen lassen. Nein, 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 nein. Ich wäre fast runtergefallen. Mann! Also, manchmal ist aber auch komisch, was ich hier mache. So, jetzt bin ich hier. Kann ich klettern? Jawohl! Aber warum bin ich jetzt hier? Muss ich nicht zu dieser 19? So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Oben war doch dieser wunderschöne Gefängniskäfig mit den paar Insassen. Den konnten wir doch nicht runterschubsen, beziehungsweise das Tor nicht aufmachen. So, mit der Manpower, die wir jetzt haben, sollten wir doch zumindest das Tor geöffnet bekommen. Oder zumindest runtergedrückt bekommen, damit die Jungs da rauskommen. Jetzt weiß ich gar nicht, war ich hier oben eigentlich schon mal ganz rechts? Also, ich gehe jetzt da eh nochmal hin. Ja, da war ja das mit der 19. Okay, okay, okay. Jetzt gehen wir nämlich in den mittleren Strang. Block, eine Etage weiter runter. Holen uns jetzt die Kollegen von diesem Gefängnis, gehen nochmal ganz nach hinten zu dem Typen, der vor dem Tor steht, öffnen da das Tor mit den Jungs und gehen dann gesammelt mit der ganzen Mannschaft, gehen wir dann gesammelt wieder zurück, da wo die 19 steht, damit wir dann wahrscheinlich 19 Leute da stehen haben. Auf irgendeiner Waage oder so. Oder auf irgendeinem Zähler. Acht. Wie acht? Acht fehlen mir jetzt noch, oder was? Jetzt ernsthaft? Aber wie zum Teufel soll ich denn bitte jetzt noch... noch 9 weitere finden? Ich habe doch gar keinen Weg mehr gehabt. Oder habe ich noch einen Weg gehabt? Den ich... Habe ich irgendeinen Weg verplant? Habe ich irgendwelche Leute nicht eingesammelt? Also vielleicht haben wir ja hier noch Leute am Strand liegen lassen oder so. Wer weiß, wer weiß. Okay, die bleiben auf jeden Fall da. Hey, da oben sind noch welche. Warte mal. Sind zwar nicht 9 Leute, sind nur so 2, 3 oder so. Aber kann ich... Wie kann ich nicht? Kann ich hier hoch? Wie, ich kann mich da nicht festhalten? Ey, der kann doch da hochklettern. Wie kann er nicht? Könnt ihr hier runterkommen? Hallo? Wäre das eine Option? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay. Ist ja krass, dass die alles können. So, hier sind noch ein paar Jungs. Alloy. Okay, warte mal. Ich muss die erstmal hier runterrollen lassen. Zu spät! Und ich bin runtergefallen! Nein! Okay. Nochmal von vorne, weil es so schön war. Das war gut. Das war sehr gut. So, das sind aber auch nur 4. Wo sind jetzt die restlichen? Pass auf. Oder müssen die mich... Komm mal her hier. Mich hier rüberwerfen. Bleiben denn da stehen, weil sie sind ja brav. Und ich kann hier noch 5 Leute aufheben. Hallo? Lol, ich kann den einfach ziehen. Kann ich den jetzt runterschmeißen? Okay. Okay. Haben wir gemacht. Okay, hier können wir aber... Es ist aber auch nur einer. Bei uns fehlt doch dann mindestens noch... 4. Wenn ich mich mir draufstelle, 3.
Also hier müsste es ja dann noch welche geben, die ich noch nicht gefunden habe. Gibt es da noch Leichen, die ich mitnehmen könnte? Er ist zwar makaber, ist wie mit dem Ding, was ich oben gefunden hatte. Aber wer weiß? Also, vielleicht ist es ja wirklich wichtig. Weil hier waren jetzt keine. So, dann kann ich hier hochklettern und von da bin ich doch gekommen. Da ist doch mein U-Boot gewesen und sowas alles, oder nicht? Okay, nee, hier waren wir nicht. Okay, verstehe. Da oben sind noch welche. Das heißt doch jetzt für mich, dass ich doch jetzt hier das ziehen kann. Oh, nee. Oh, warte mal. Das wird jetzt... Das könnte jetzt interessant werden. Weil wir müssen... Das da ziehen. Das da drauf. Schnell hier rauf. Hä? Den Block drunter schieben, wenn das Ding oben ist. Das ist geil. Das ist eine gute Idee. Nein. Das ist eine sehr gute Idee. Weil dann ist der ja in einer höheren Position, dann kann ich das Ding wieder ziehen und dann bin ich ja quasi ein bisschen höher. Herr Junge, danke für den Tipp. Und das dürfte auch die Lösung sein. Jawohl! Sehr gut! Aber jetzt, da hätte ich jetzt noch eine Weile dran gegrübelt, bin ich ehrlich. Das hätte ich nicht so schnell ausprobiert. Bitte folgen Sie mir immer der hell leuchtenden Kappe hinterher. So, 7321. So, jetzt ist die Frage, wie schnell geht die Tür wieder zu? Gar nicht. Sehr gut. Warum ist jetzt mein Gedankenhelm weggegangen? Und die Dauerwelle, die einfach nicht mehr da ist. Nein! Was schießt er? Ja, ganz ehrlich, was schießt denn da auf uns? Ist es definitiv nicht. Weil... Lol. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein Timing-Ding. Aber das könnte jetzt zu knapp gewesen sein, das könnte zu kurz gewesen sein. Willst du jetzt ernsthaft? Run, boy, run.
Oder wie Herr Jünger vorhin schrieb, lauf, Forrest, lauf! Was können die jetzt hier machen? Maschine, okay. Wir stoppen jetzt die Maschine. Warum, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das direkt... Wie kann der mich denn hier immer noch treffen? Deswegen muss ich die Position dahin... Oh no! Ohne ihn anzuhalten, ja. Aber das schaffe ich niemals. Ich weiß, ja, Herr Junge, du hast recht, es so zu timen. Dass ich hier ranspringe. Wie war denn hier? Das war blöd getimed. Was du meinst, ja. Und das wird auch der Trick sein. Und zwar gar nicht anhalten, sondern das Ding weiterlaufen lassen und das versuchen so hinzukriegen. Ah, schade. Ich dachte, dass der dann gleich resettet. Es so hinzukriegen, wenn der da so lang boostet. Okay. Kommt es immer, wenn das Ding unten ist? Okay, es kommt immer, wenn es unten ist. Okay, warte mal, dann lass uns mal gucken, ob wir das getimed bekommen. Wir müssen es ja haben, wenn er quasi hier ist. Das heißt, er dürfte jetzt, wenn ich ranspringe gleich, und zwar jetzt, dürfte ich geschützt sein. Genau. Jetzt bin ich nämlich hier. Jetzt muss ich wieder warten, bis er hier oben ist. Jetzt kann ich nämlich mit ihm mitlaufen. Nein, ich bin zu weit gesprungen. Aber das ist jetzt eine Timing-Sache. Das ist aber der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Das war knapp. Okay, haben wir aber hinbekommen. Oh Mann, ey, das war... Nee, warte mal. Das Ding zündet schnell. Und nicht erst 5 Minuten später. Okay, das heißt, wir ziehen den Stift, gehen hier hinter, warten den nächsten Boost ab. Und stellen uns jetzt hier drauf. Und. Das war ja mal. Okay, machen wir instinktiv das Richtige? Also ich hoffe. So schön. Ich muss darauf achten, dass wenn der Boost hier kommt, ich erstmal noch hier stehe. Und erst jetzt kann ich weiter.
Okay. Das Spiel ist aber... Okay, okay, ich verstehe das Spiel. Ich verstehe. Also müssen wir ein Stück weiter raus. Also, ne? So zur Hälfte quasi drauf und die andere Hälfte halt nicht. Quasi so. Sich bewegt, okay. Das war jetzt nicht clever. Geht das jetzt? Jawohl. Nice. Ich muss sagen, normalerweise bei solchen Spielen, gerade wenn du eben halt manchmal nicht so weiterkommst, kommt ja irgendwann der Frustfaktor. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ah, schade. Das macht das Spiel irgendwie ganz gut. Also so, dass du halt nicht den Frustfaktor kriegst, sondern dass du dann doch sagst, so, okay, komm, das kriegen wir jetzt hin. Also, ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich sage so, ey, ich höre jetzt auf, hab keinen Bock mehr, sondern irgendwie... Will man hier schon weiter? Und ist es ja auch nicht so schwer, dass man sagt, geht ja gar nicht. Ne? Also ist schon, ist ja alles machbar. Ist ja auch eigentlich gar nicht so schwer. Aber dennoch hat irgendwie einen Charme. Jetzt haben wir das Timing technisch abgedrückt. Also hat wirklich, würde ich sagen, einen nice Charme. Und Frustrationsebene bleibt eigentlich ziemlich niedrig, muss ich wirklich sagen. Und die geht bei mir ganz schnell nach oben. Also ich kann so eine Spiele nicht spielen wie. Oder. Ja, ich sag mal jetzt nicht nie, weil nie ist. Also, ne, man weiß ja nie, was passiert. Aber Spiele wie Alt F4 oder Getting Over It oder. Jump King? Was sind alle Spiele, die... Ich glaube, das geht nicht gut. Bei mir mit meiner Geduld. Aber das Game hier an sich, nice. Wirklich schön gemacht. Erstmal hier wieder Knöpfchen drücken. Bin echt gespannt, was... Wo kommen wir nachher hin? Wenn wir das Game durch haben. Also, weil wir sind jetzt gestartet im Wald. Wir sind über irgendeine Barrikade rüber, haben den LKW gesehen mit Leuten, die einfach... What? Entführt wurden. Und... nicht mehr bei Bewusstsein sind. Und wir rauchen hier gerade mit dem Fahrstuhl richtig ab. Können wir hier raus? Hallo? Sag mir, nein, jetzt sag mir nicht, ich kann hier. Ja, nun komm! Oh, okay. Ich dachte gerade schon, ich ertrinke. Währenddessen ich gerade erzähle, welche Steps wir eigentlich alle durchgemacht haben. Dann sind wir an so einer Scheune angekommen, wo wir. Ja. Schweine und Küken gefunden hatten. Und sind denn in so ein fabrikanderes Gebäude rein, wo wir dann die anderen Leute gesehen haben, die quasi keine, nicht mehr sie selbst waren? Ich sag ja dazu, das sind Zombies, ne? Damit ich ein gutes Gewissen habe, dass ich da vorhin diesen Käfig da hab runterfallen lassen. Aber es ist schon strange. Und wir laufen ja jetzt hier durch die andere Fabrik. Das habe ich mir gedacht. Ich bin echt gespannt, wo wir am Ende landen.
Okay, also das wird jetzt tricky. Wir müssen quasi es so timen, dass wir springen, schwingen und gleich rüber. Also springen. Daraufhin werde ich mir jetzt erstmal nochmal ein Schlückchen gönnen. So, zack. Und diesmal und direkt rüber. Jawoll. So lobe ich mir das. So will ich das sehen. Ab ins Tarzan-Bootcamp. So sieht's aus. So. Tauchen? Können wir unten was machen? Oh, oh, oh. Ich weiß nicht, ob das so... Kommen wir da hin? Ja, okay. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er jetzt uns da wieder die Luft ausgeht. Also ohne es vorher gesehen zu haben, ist meine Theorie, wir müssen den ziehen, weil der braucht am längsten. Wir müssen den ziehen. Der hat... Okay, damit ist die Theorie schon wieder hinfällig. Gut, anders gesagt, wir müssen den ziehen. Warten hier kurz. Ziehen währenddessen den. Damit wir hier rüberkommen. Hä, warum muss ich denn... Warum gibt es denn da ein Podest? Weil im Prinzip muss ich das doch nur timen, dass beide zeitgleich quasi oben sind, oder nicht? Geht das nicht so? Dass ich zuerst... Warte mal, wir machen es nochmal. Wir ziehen zuerst den. Warten kurz. Ziehen jetzt den. Okay, das war zu lang gewartet. Oder kann ich hier direkt rauf? Hallo. Da ist so ein Unterwasser-Gremlin. Warum? Also, hallo? Ja, das ist unheimlich. Gut, pass auf. Und zwar müssen wir, jetzt geht's wieder timing-technisch los. Wir müssen uns quasi hier so hoch katapultieren, wo wir gerade sind. Müssen aber den anderen Stift ziehen und wenn der oben ist, quasi hier das Testchen mitbiegen. So, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wie war das jetzt nochmal timing-technisch? Ja, das war doch richtig dann. Warte mal, der braucht länger. Das heißt, wir müssen den zuerst ziehen. Dann den ziehen. Nope. Wir müssen zuerst den ziehen. Dann den ziehen. Dann den hier wieder zurück. Uns hochboosten lassen. Knöpfchen drücken noch nicht. Jetzt Knöpfchen drücken. Sehr gut. Und jetzt wieder hier zurück. Komme ich? Okay, ist auch kein Problem. Wir ziehen einfach hier wieder das Stäbchen. Springen nach links rüber. Halten uns fest, sehr gut. Ziehen jetzt hier wieder das Stäbchen. Damit wir uns dann wahrscheinlich nach rechts rüber hangeln. So sieht's aus. Und jetzt kommen wir weiter. Nee. Auf gar keinen Fall gehe ich runter in das Wasser, wo dieses Gremlin-Dingens-Bummens rumdümpelt. Aber ich muss... Warum? Warum? Ach, Mann. Es verfolgt mich doch jetzt gleich bestimmt wieder, oder? Kann ich Luft holen? Okay, ich kann keine Luft. Wir gehen erstmal wieder zurück, um uns kurz Luft zu holen. Bin ich noch über Wasser? Ich bin anscheinend noch über Wasser. Okay, dann tauchen wir jetzt hier runter. Warum?
Das ist die Frage, wenn ich jetzt ganz unten wäre, schaffe ich es? Ne, warte, ich muss ein bisschen nach oben. Ich muss ein bisschen nach oben. Ja, okay. Yeah. Und zuvor. Und nach links. Und nochmal. Nee, das war falsch. Da war der Rhythmus. Da bin ich aus dem Takt gekommen. Das war auch nicht gut. Nochmal. Na, das war auch nicht so gut. Es war gerade eben vorhin, hatte ich den besten Drei. Naja. Wir müssen wahrscheinlich wieder hier hin, weil uns jetzt das Mädel wieder düdelt. Hallo. Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich möchte nicht angefasst werden. Danke. So. Okay, jetzt sind wir hier oben. Jetzt ist die Frage, sind wir hier richtig? Ja. Also wir sind richtig wahrscheinlich für einen 10-Meter-Sprung. Geronimo! Was macht sie? Da ist das Mädchen. Nicht, dass ich vor ihr Angst hätte. Nur so ein bisschen. Du kannst rechts unten durchschwimmen. Ernsthaft? Okay. Geronimo! Ich habe die Tür nicht gesehen. Beeil dich! Alter, das war aber so knapp. Die war ja richtig an meinem Ass. Na, diesmal dürfte das ausgehen. Alter, ist die schnell! Junge, das ist ja... Ist halt eine Kampfschwimmerin? Oder eine Wettbewerbsschwimmerin? Ist ja... Ist ja mal gar nicht so einfach. Warum habe ich diesen Knopf gedrückt und warum fährt jetzt dieser Haken zurück? Wir locken sie an und versuchen sie weiter wegzulocken, indem wir sie halt anlocken mit meinen Füßen. Komm mal her. Ja. In der Hoffnung, dass sie jetzt da bleibt, damit habe ich sie weiter weggelockt. Damit ich genug Zeit habe, um nach hier zu springen, runterzutauchen, den Knopf zu drücken, durch das Tor durch, sodass ich, also ich hoffe, dass, wenn ich den Knopf drücke, sich das Tor schließt und wir aber währenddessen schon runtertauchen und sie aber dann dafür nicht mehr durchkommt. Obwohl sie halt eine, weiß ich nicht, eine Kampfschwimmerin seinesgleichen sucht. War gar nicht so gut, gar nicht so schlecht. Also, ja. Wie ich mich selber feier, dass ich den Schwachsinn geschafft habe, den Trick dahinter verstanden habe und völlig verraffe, nach oben zu schwimmen. So, wir drücken jetzt wieder den Knopf. Sind mega stolz, dass wir den Knopf gedrückt haben. Schwimmen hier hoch, schwimmen hier direkt nach oben, damit wir Luft kriegen. Und jetzt können wir uns feiern. Genau so machen wir es. So, und weil ich es noch nicht erwähnt habe in unserem YouTube-Video, falls ihr mal mit dabei sein wollt bei solchen geilen, kurzen, knappen Games, wobei so kurz ist das Game gar nicht, aber wenn ihr dabei sein wollt und miträtseln wollt und fleißig im Chat mit aktiv sein wollt, schaut einfach mal gerne unten in die Beschreibung rein. Da verlinken wir euch unseren kleinen Twitch-Kanal, weil demnächst, beziehungsweise in diesem Monat August, sind sehr viele Spiele erschienen. Und zusätzlich noch rausgekommen, seit dem 2. August ist, glaube ich, The Mortuary Assistant. Beides haben wir als Demo schon mal gespielt auf unserem Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Und beides werden wir definitiv auch spielen und voraussichtlich auch Livestream. Madison definitiv bei The Mortuary Assistant. Müssen wir noch schauen, ob wir das auch streamen. Aber
Das kommt jetzt alles demnächst noch auf uns zu. So, jetzt haben wir aber wirklich genug Werbung gemacht hier für den Moment. Wie kommen wir jetzt hier weiter? So. Oh, völlig planlos. Oh, wir müssen hier wieder irgendwas anscheinend aktivieren, weil da ist so ein rotes Lämmchen. Und bei einem roten Lämmchen haben wir doch meistens so ein Ding, was wir ranklicken müssen, oder nicht? Oder müssen wir jetzt hier einfach... Ach, wir müssen hier einfach nur drücken. Ey, nee. Wir haben die doch gerade erst hinter uns gelassen. Warum ist die denn jetzt schon wieder da? Och, Mann. Ey, dieses Wasser-Gremlin-Ding ist... Weiß ich nicht. Und jetzt müssen wir hier wieder runter? Wieder ins Wasser? Warum? Knöpfchen drücken, Knöpfchen drücken. Hä? Knöpfchen drücken? Wieder nach oben schwimmen? Rausgehen? Pass auf, wir probieren mal jetzt was aus. Ich probiere jetzt mal aus, nach unten zu schwimmen, also hier runter zu schwimmen. Um zu gucken, ob ich an die andere Seite rumkomme. Also ob ich jetzt hier runterkomme. Hier irgendwie rum. Weil irgendwo muss sie ja auch durchgekommen sein. Dann hier wieder hoch. Nein! Die Idee war nicht verkehrt, weil oben und dann da weiter. Okay. Kriegen wir hin. Und dann ist sie nämlich noch weiter weg. Damit ich jetzt hier raus kann, damit sie ganz weit weg ist. Jetzt hier den Stift ziehen, damit wir hier raus können. Ich hoffe nicht, dass die jetzt noch einen anderen Weg hierher findet. Lol, wie weit ich zurück muss für die Aktion. Wobei, waren wir hier überhaupt schon? Tarzan! Jo! Und es war nichts. Da denkt man, oh ja, mit einem Schwung macht man's. Nope. Nix. Wir müssen da wirklich einmal zumindest hin und her wimpeln. So, wieder zurück. Wieder nach vorne. Und gib ihm. Geronimo! Müssen wir jetzt das Ganze alles nochmal neu machen? Hä, das ist jetzt aber, das wäre jetzt aber dumm. Weil wenn ich jetzt da nochmal durchhüpfe, dann ist sie doch wieder geil auf mich. Warte mal, vielleicht kann ich das ja abkürzen, indem ich dann sage, okay, ich mache das ein bisschen tricky und spring hier raus. Aber jetzt ist sie genau wieder da, wo sie vorher auch war. Kann ich, wenn ich jetzt hier runter schwimme... Und nochmal das Knöpfchen drücke. So. Besten Dank an Herrn Junger wieder mal. Nicer Tipp. War doch Herr Junger, oder? Genau so. Dankeschön. Dankeschön. Genau so. Ja. Perfekt. Also... Ich sag ja, mit dem Chat macht das auf jeden Fall Spaß. Oh Gott! Halt dich doch fest! Oh Gott! Wo kommt sie denn jetzt schon wieder her? Ich hab doch ist doch alles... Ich hab doch alles zu. Warte mal. Leute, ich kann kämpfen? Ja, jetzt bin ich aber gleich tot. So oder so. Also, ich ertrinke ja. Aber ich dachte... Was passiert hier? Warum? Ich kann nichts machen.
vom Spiel so gewollt? Bin ich jetzt doch noch nicht tot? Und der Wassergremlin ist weg und hat mir irgendwas angestöpselt. Sind wir jetzt ein Köder? Er resettet auch nicht. Aber wo geht's denn überhaupt hin? Okay, ich lebe. Aber wie? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich bin völlig überfordert gerade. Okay, also wir können jetzt unendlich unter Wasser sein und sehen jetzt hier ein Labor. Wo anscheinend mal wieder komische Experimente durchgeführt werden. Oder wir sind in der Area 51 und es sind Aliens. Hier kann ich nicht hoch, ich dachte, ich kann hier hoch. Das ist auch krass, dass die Fische mich da irgendwie verfolgen, vielleicht auch beschützen. Als ob noch da unter Wasser irgendwelche Server noch funktionieren würden. Das glaubt ihr doch wohl selber nicht. Naja. Aber. What the? Wo sind wir? Okay, weiter nach oben können wir nicht. Das heißt, wir müssen weiter nach unten. Das Licht ist nur aufgemalt. Kommt jetzt hier ein Endboss-Fight oder? Okay, hier unten. Gibt es auf jeden Fall so eine Luke. Ich will da rein. Lass mich. Ach du Kackenkopf, jetzt muss ich hier immer durchschwimmen und mich dann festhalten. Okay. Das fand ich jetzt nicht so okay. Vor allem werde ich jetzt nicht einfach aufgesetzt. Okay, ich bin wieder raus. What? Also wollte der Gremlin eigentlich nie was Böses? Oder vielleicht doch? Und also alles komisch. Und hier kommen einfach mal so ein paar ja, Leichenteile runter. So ein Arm. Einfach so. Wir wissen ja noch, Licht und so, ne? Nein. Nein. Alter Vater. Eieieiei. Nee, warte mal kurz hier. Das ist auch ein Intervall, der war gerade zu kurz, weil ich wollte nämlich die Kurbel drehen. Weil ich gehe mal von aus, wenn ich die Kurbel drehe. Weite Richtung. Kann ich mich damit immer ein bisschen besser abschirmen?
Okay, reicht es schon? Natürlich nicht. Hier. Ich muss das Ding noch weiter rüberschieben. Deswegen müssen wir ganz kurz noch den Intervall abwarten. Und dann kann ich wahrscheinlich von da aus dann darauf springen. Aber ich glaube, ich muss aber noch einmal mindestens ran. Naja, ich glaube, einmal ist kein Mal. Genau so irgendwie. So, dann warten wir jetzt hier nochmal kurz ab. Ist der Lichtstrahl wieder vorbeigeht? Wunderbar. Kann man nämlich einmal hier hochspringen und von da nach da und von hier nach da und wunderbar! Ein Träumchen. So. Von da oben nach da unten. Okay, nicht lange überlegen, einfach machen. Dadurch, dass wir jetzt ja anscheinend unendlich unter Wasser sein können, also wir brauchen anscheinend keine Luft mehr, schätze ich mal, hier ist doch ein Rohr, oder? Ist hier nicht so ein Rohr? Nee. Geht's hier irgendwie weiter? Nee. Muss ich doch nicht hier runter, sondern muss ich einfach nur hier rein? Um dass ich nicht sterbe? Quasi hier rausklettern und dann hier... Aha, okay. Ich hätte einfach nur da reinspringen müssen, ich musste gar nicht da runter. Oh, okay, aber das wusste ich natürlich vorher nicht. 100 Ways to Die. So könnte man das... auch sehen. Sehr gut, dass ich aufgepasst habe, wo ich hinlaufe. Wie jetzt? Ich konnte das jetzt zumachen und kann ich jetzt auch wieder zurück, oder wie? Lol. Jetzt. Ist ernsthaft? Krass. Cool. Ja, nice. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie viele Löcher haben wir noch? Ich hätte vielleicht mal in die andere Richtung schwimmen sollen. Und warum ist das da? Seht ihr das da oben? Ist über uns Wasser? Sind wir noch im Wasser? Also im Wasser können wir eigentlich gar nicht sein, aber... wie? Und was hängt an den Kanistern dran? Okay. Okay, wait. Wir können uns da hochkatapultieren lassen. Können aber erstmal nichts mitmachen. Richtig? Weil wir können uns nirgendwo festhalten, oder doch? Nein. Ich würde nochmal kurz in die Luke springen, in das Wasser zurück, um nochmal nach ganz rechts zu schwimmen. Weil da waren wir jetzt nämlich gerade nicht. Vielleicht gibt es da noch einen Punkt, den ich übersehen habe. Also quasi gehen wir jetzt hier die Luke durch, die wir hier, ne? Schwimmen hier hoch, gehen hier raus. Und gucken jetzt nochmal ganz nach rechts, was wir da finden. Ein Abgrund. Okay. Da gibt es aber nochmal eine Leiter. Okay, das ist gut. Also wir können auf jeden Fall zurück.
Tricky, tricky, tricky. So, das kann ich jetzt mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Ach, pass auf. Okay, verstehe. Das hier ziehen, damit es explodiert, also hochfährt. Ich muss es kaputt machen. Top. Nice. So, jetzt kann ich das hier mitnehmen, ne? Genau, perfekt. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich kann das nicht... Ich kann es nicht... ich kann das nicht die Leiter hochnehmen. Also ich, wenn ich... Ach, falsche Ebene. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Die Schräge, Freunde. Ja, ja. Und zwar hier. Ja, genau. Die Schräge. Jetzt ziehen wir das Ding. Jetzt können wir hier nämlich wie so ein Flugzeug schön uns darüber katapultieren. Vielleicht sollte ich nicht draufstehen. Vielleicht wäre das besser. So, wir gucken erstmal. Schafft das? Ja, easy. Ganz locker, flockig. Aus dem Handgelenk. So, jetzt müssen wir das hier mitnehmen, weil dafür haben wir nämlich denn die... wo ist er? Da. Dieses Ding nehme ich hier, damit wir das hier wieder ziehen. Jetzt können wir nämlich wieder zurück. Macht ja auch Sinn. Damit wir mit dem, glaube ich, ganz nach rechts hin können. Weil da war doch ein Knopf. Oder? Oder müssen wir ganz nach links? Bei dem anderen Düsen-Dingens-Bummens. Ist da... Nein, das ist da ein Fusion. So. Warte. Ich wüsste nicht, wie wir denn da weitermachen wollen. Ich würde es erstmal ganz nach rechts packen, weil rechts, glaube ich, war doch auch ein Knopf. Weil hier komme ich ja nirgends hin, oder doch? Warte mal, wir gehen mal weiter nach rechts. Rechts war doch ein roter Knopf, oder nicht? Da oben. Kann ich dann nicht? Ah, ein bisschen zurück. Ah, so. So. Ja. Das Ding ziehen. Und? Aha! Roter Knopf. Das ist die Frage, muss ich das Ding hier noch weiter mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ach du Scheiße. Warte kurz. Ich muss nochmal den roten Knopf drücken, weil ich muss ja mich ja denn... Okay, warte. Kurze Idee. Knopf drücken, rüberspringen, um es als Fahrstuhl zu nutzen. Oder wir werden jetzt zerquetscht. Wir benutzen es als Fahrstuhl. Und... warum?
Also warum haben wir das jetzt gemacht? Ich nehme das mal vorsichtshalber mit. Ich bin mir da jetzt nämlich nicht so sicher, ob wir jetzt eventuell den jetzt benötigen für den da. Bei denen lasse ich jetzt mal wie beim letzten Mal. Den ziehe ich jetzt mal. Und wenn der oben ist, packe ich den anderen drunter. So. Jetzt ziehe ich den. Und dann gucken wir mal, was passiert. Warte mal. Okay. Nein. Du sollst da hochklettern. Okay, komm, wir machen das jetzt nochmal umgekehrt. Wir machen das einmal so. Dann einmal so. Und einmal so. Und bleib jetzt drauf. Geklappt. Ist zwar eine strange Welt, warum wir über uns Wasser haben. Und da irgendwelche schwimmenden Leichen drin sind. Kann ich jetzt hier rein? Was habe ich jetzt gemacht? Warum habe ich den jetzt rausgezogen? Okay, wir schwimmen erstmal weiter. Wir schauen uns trotzdem, obwohl es sehr strange ist, erstmal hier um. Weil wir können ja wahrscheinlich hier noch ein bisschen mehr wieder rausziehen. Und jetzt ist die Frage von wegen, warum machen wir das? Um diesen Deckel zu öffnen. Okay. Und jetzt sind wir in... irgendwo drinnen. Es ist alles ganz komisch. Ja, es sind wirklich schöne Rätsel beides, da gebe ich euch recht. Also. Aber sie sind halt. Ja, sie sind zum Glück. Machen wir ehrlich, recht einfach. So, ist da. Jetzt gucken wir erstmal nach hinten. Okay, das heißt, wir kriegen wieder so einen wunderschönen. Lockenkopf. Kopfmäßig was auf, wo wir wieder Leute. Nutzen können für uns. Für Rätsel. Oder, ich weiß gar nicht, die kriege ich glaube ich gar nicht raus. Ich weiß gar nicht, wie ich die rauskriegen soll. Ha. Gucken wir erstmal rechts weiter. Da oben sind Leute. Kameras. Sehen die mich jetzt eigentlich? Und ich höre auf einmal gar nichts mehr. Okay, ich kann alles mit Wasser zumachen. Und jetzt? Also jetzt kann ich nach oben schwimmen, klar. Logo. Aber ich komme hier nicht durch. Ist hier oben noch was? Nein. Okay, was ist, wenn ich das Wasser komplett wegmache? Was passiert dann? Bis auf, dass der Sound jetzt gerade gar nicht da ist. Also ich höre wirklich nichts mehr von dem Game. Obwohl ich was hören müsste. Also, mein Pegel sagt eigentlich, ich müsste was hören. Sitze ich gerade schon wieder so blöd auf meinem Setting, dass ich da jetzt gerade wieder nichts höre. Hört ihr was? Hallo, hallo? Also ich höre mich selber, aber ich höre nichts vom Game. Okay. Dann gehe ich jetzt mal von aus, dass da aktuell wirklich nichts zu hören ist.
Aber wir haben jetzt das Problem, dass wir hier in so einem Ding sind, wo Wasser ist. Das können wir nach oben und nach unten. Ah, schaut mal an. Okay, warte mal. Wenn ich das mit... Da hinten stehen ja auch noch voll viele Leute. Was passiert? Wie, die werden jetzt abgeholt, oder was? Werden jetzt verschifft. Werden jetzt einkassiert und... Ja, mit einem Gabelstapler. Logisch. Easy. Und der andere Typ hat auch einen Jungen dabei und die gehen jetzt einfach wieder raus. Aha. Okay. 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 Wir nehmen dennoch einfach unsere Kiste mit, weil es so schön ist. Packen die jetzt... Ja, wo packe ich denn die jetzt hin? Warte mal, kann ich die schweben lassen, indem ich jetzt das... Wasser absenke? Sehr gut. Jetzt nach oben gehe, um sie zu verschieben. Weißt du denn, dass ich sie hier auf die... Ist auch geil, wieder auf dem Bildschirm gezeigt. Dass ich die hier rüber so... Nein. So. Dass sie hier oben drauf ist. Und dann gehe ich jetzt nämlich wieder nach unten, lasse das Wasser wieder ab. So weit, dass die rechts die Tür aufgeht. Flupp. Also erstmal lasse ich das Wasser ab so weit, dass die Kiste runterkommt. So viel schon mal dazu. Flupp. Jetzt machen wir das so weit runter, dass die Tür da hinten nicht zugeht. Dann klettern wir nämlich hier auf die Kiste. Wir klettern hier auf die Kiste, habe ich gesagt. Schwimmen hier rüber. Schwimmen wieder runter, durch das Tür. Durch das Tür. Also, entschuldigt mein Deutsch. Durch das Tür. Lass uns ja mal wieder... Schön, 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 schön. So. Nächstes Rätsel gelöst. Achso, warte mal. Wir können ja eh unendlich... Jetzt mittlerweile unendlich tief tauchen. Und sind jetzt... Strange auf der anderen Seite. Und guckt mal unter uns. Ich weiß leider nicht, ab wann das Wasser aufhört. So dass die Jungs und Mädels mich dann irgendwann sehen. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen. Gehen wir ganz schnell hier hin. Und verdünnisieren uns. In der Hoffnung, dass wir da nicht rein müssen. So Hide and Seek technisch. Da oben ist ein Knopf. Und ich gehe von aus, wir müssen irgendwas finden, damit ich da nicht hinkomme. Oder ich muss. Ach, pass auf, ich muss bestimmt wieder was finden, was ich dann irgendwie auf die Brücke kriege. Also Richtung Brücke, hier hin. Damit ich mich dann quasi wieder so hier hoch jumpen kann. Also müssen wir hier irgendwas finden. Sind die hier noch da? Die sind weg. Die sind gar nicht mehr da. Hallo, okay, dann. Hallo, folgen die mir jetzt alle? Aufgepasst. Na, dann ist ja geil. So, weil wenn die nämlich die gleiche Möglichkeit haben, dass die mich hochwerfen, dann müsste ich ja das Ding hier wieder runterkriegen. Du, schmeißt mich mal da hoch. Nice. Jetzt kommt mal mit. Damit ihr mich nämlich wieder hochschmeißen könnt. Wobei, könnten die mich eventuell schon hochschmeißen zu dem Knopf?
Oder müsste ich mich jetzt von der Brücke quasi hochschmeißen lassen ins Wasser? Dann runter, im Runterfallen. Wir probieren dann erstmal den tricky Part aus. Im Runterfallen quasi den Knopf drücken. Und sich auffangen lassen von den Jungs. Und Mädels. Ich jetzt weiß, wo der Knopf wäre. Oder ist. Da ist er. So. Seid ihr ready? Sehr geil. Dankeschön. Aber ihr könnt gerne mitkommen. Ach, jetzt folgen die mir auch ohne so ein Hütchen? Ohne so einen Gedankenhut? Oder Locken, Wellenstab mäßig? Okay, warte mal. Das wird aber bestimmt nichts. Nein! Dafür fallen die jetzt alle runter. Das ist krass. So, und was jetzt? Da unten läuft wer? Wo laufen die hin? Und weg sind sie. Pass mal auf, weil die jetzt alle unten sind und die ja eigentlich den Fokus auf mich haben, müssten die mich doch jetzt auffangen, oder? Aufgepasst. Geil. Und? Hopp. Ja, sehr geil. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Stimmt. So, und lass mich raten, wenn ich jetzt hier... Das kann ich hier drücken. Nee, aber da oben laufen die jetzt. Hä? Was mache ich jetzt mit denen, dass sie da oben laufen? Ach, ich kann die alle mitnehmen. Na, das ist ja natürlich geil. Als kleine Helferchen nehmen wir die mit, ne? Die kleinen Lemminge drauf. Stimmt. Wer kennt noch Lemminge? Das war genauso. Habe ich früher übrigens voll gerne gespielt. Lemminge. War für mich immer ein nices Game. Hat immer Spaß gemacht. Gerade wenn ich den Stopper. Der dann immer mit seinem Kopf immer so hin und her bewegt hat. Fand ich geil. So, wie... Achso, warte. Ja, jetzt haben wir ja hier die ganzen Jungs. Die helfen uns, ja? Genau. Sehr gut. Und alle rennen sie da hinten rein. Warum? So. Ich weiß nicht, ob wir jetzt auch gleich da reinlaufen oder in die Richtung laufen, aber wir wollen auf jeden Fall wissen, was da drin los ist. Wobei, ich glaube, da kommen auch jetzt denn nur noch ich weiter und leider meine Helferlines gar nicht mehr. Nein, ich will dahin. Dahin. Dankeschön. Tschüss. Ich danke euch für die gute Hilfe. So, wir sind im vierten Abteil. Und hier hat noch jemand Zigarette an. Qualmt ja noch so. Ist jemand geflohen? Hat jemand Angst vor mir? Oder ist jemand geflohen, weil hier irgendwie was schief läuft? Die fliegen doch alle, guck mal da hinten, auf der anderen Seite. Die rennt doch auch weg, wie... Als ob irgendwas passiert ist. Gott. Was? Was passiert hier? Warum rennen die alle weg? An.
Na, wie die alle hierher kommen. Was ist denn da? Da scheint es irgendein großes Happening zu geben. Ist ja mal. Okay. Warum? Warum konnte ich jetzt da hoch? Also ich kletter jetzt wieder da hoch, aber ich verstehe noch nicht ganz, weil da oben war doch jetzt nichts zu drücken, oder doch? Und wofür war es jetzt? Kommen wir hier ran, genau. Wunderbar. Und können jetzt oben lang kriechen. Sehr gut. Ab in die Ventilationskanäle. Jawohl. Immer rein. Geräusch. Will ich hier noch was drücken? Nein. Schade. Hoch soll er leben. Dreimal hoch. Okay. Rübergejumpt. Festgehalten. Hochgekledet. Und weiter geht's. Aber da, also. Oder kommen wir jetzt hier raus? Auf jeden Fall kommen wir hier nicht raus. Wird er mal... Also... Okay. Wird er mal aufs Ufer hier. Okay, wir müssen wahrscheinlich nochmal kurz zurück. Und erstmal komplett runterklettern. Ich bin ja, ne, gerade direkt hoch. Ich gehe mal davon aus, dass wir unten noch irgendwas bedienen müssen, damit wir die Kugel, die wir gerade gesehen haben, wegschieben können. Das war jetzt nicht so das Gelbe. Boah, ey. Das ist die Frage, bin ich jetzt eingesperrt? Bin ich denn jetzt? Hallo? Das war... Ich will nicht sagen knapp, aber es war knapp. Wann dreht er sich? Kann ich? Ich würde... Wann dreht er denn den Korb? Nein. Dann lass es so. Sagen, das war zu hoch. Das ist nur eine Vermutung. Ja, wir lassen uns jetzt mal komplett runterfahren. Ach, pass auf, ich bin doch blöd. Ich bin doch blöd. Ich kann doch hier raufklettern. Ja, wollte ich gerade sagen. So, jetzt kann ich nämlich hier runterklettern. Nach links. Weil nach oben bringt ja nichts, weil ist ja Ende. Achso, und jetzt kann ich denn von da aus in den Wassertank springen. Die
was die Leute da so toll finden oder was, und kann mir das direkt angucken. Ach, ist ja wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, hier gibt's einmal eine. Ah, okay. Haben wir. Und hier haben wir noch eine andere Kleme. So. So, und dann haben wir noch. Ja, komm runter. Runter mit dir, Junge. Runter. Hier unten haben wir nämlich auch noch was. Komm schon. Komm schon. Nein. Nein. Warte mal, kann ich, wenn ich jetzt hier ganz runter schwimme, kriege ich das hin? Ich muss hier unten nämlich den Stöpsel von der Badewanne ziehen. Das ist die Frage. Halt. Ich werde so weggedriftet. Ich müsste normalerweise noch irgendwas greifen, damit es vielleicht nicht so passiert. Aber ich hab nichts. Aber was sollte ich denn auch greifen? Also ist ja auch Blödsinn. Ich werde ja so oder so nach oben gedrückt. Aber hier ist sogar noch was Schönes. Nein, falsche Taste. So, jetzt kann ich nämlich in Ruhe nach unten den Stöpsel ziehen. Nein. Ach so. Oh. Na, das wird ja jetzt ein Spaß. Ich brauche eine Weile, bis sie anläuft. Das heißt, ich könnte mit Glück ranziehen. Sehr gut. Warten, bis die volle Ladung da ist. Und dann einfach im richtigen Moment loslassen und mich hochziehen lassen. Und ich habe meine Klamotten verloren. Und bin jetzt komplett nackig. Was ist das denn bitte? Warum? Was ist das? Also, wir nehmen jetzt mal hier komplett diese wunderbaren. Es ist ein Klumpen. Die fassen mich auch noch an. Auf mich anzugrabbeln. Hört doch! Was? Ich kann das bewegen? Was ist das? Okay, vielleicht hätte ich das nicht machen sollen. Und wo kann ich jetzt hin? Und warum ist das Game auf einmal so komplett mute? Aus.
Moin, wenn du glaubst. Komm ich auch mal. Hast du nicht getroffen? Also, ich bin gerade komplett sprachlos. Ich bin ehrlich. Was? Was kann ich jetzt hier machen? Das ist nicht dein Ernst. Es ist nicht dein Ernst, dass ihr mir... Also wir sind definitiv in einem Labor und sind hier bei ganz wilden Experimenten. Ja, kannst du hier... Nee, okay, da können wir nicht weiter. Ich dachte, ich hätte jetzt noch hochgefahren. Aber wir gehen einfach mal in die andere Richtung. Und kommen wir eigentlich aus diesem Ball wieder raus? Ich mache mich mal wieder ein bisschen lauter, weil ich glaube jetzt, dass das Game zumindest in dieser Form etwas lauter ist. Also ich würde hoffen, dass wir den Jungen da nochmal rauskriegen. Wäre toll. So, jetzt das dagegen klatschen. Dann hier rauf. Und jetzt hier wieder hoch. Dass uns auch einfach nur die Leute zugucken. Völlig normal ist, dass wir so eine Gestalt geworden sind. Kann ich die anderen jetzt eigentlich hier mitnehmen? Kann ich die mit aufsaugen? Geht das? Hallo. Möchtet ihr Teil meines Menschenblobs sein? Ist das der Chef? Ist das der CEO? Hallo! So viel zu deinen Experimenten, mein Freund. Also, wenn du der CEO warst. Wenn du das jetzt nicht warst. Achso, warte mal. Tut's mir leid. Das war nicht gewollt. Muss ich das hier vielleicht hochschieben? Nope. Wir gehen einfach wieder nach links. Ich weiß nicht. Also... Warum? Ach, das ist jetzt für uns so ein... Alter, das ist jetzt ein Rambock für uns, oder was? Vor allem, wir verlieren irgendwelche Teile. So, und jetzt? Was ist denn jetzt bitte unsere To-Do? Wir müssen den Knopf hier drücken. I get it. Noch ein bisschen. Ja, schaut mal einmal kurz nicht hin. Was ist aus dem armen Bengel geworden? Ja, der Bengel wurde von dieser Fleischwurstmasse von Menschen quasi... Der ist jetzt Teil davon. Mutti FSK. Der ist da reingeschwommen und hat sich gedacht... Ja? Also nicht... Shit. Nicht er hat sich das gedacht, sondern er wurde quasi eingesogen von dieser Fleischmasse. Und wir machen jetzt irgendwie ganz viel Blödsinn. Und die Leute, die uns erschaffen haben... Ja.
die uns erschaffen haben, die lassen wir gerade hier so ein bisschen leiden. Wie zum Beispiel den Typen, dieser kleine Blutfleck, der da unten war, das war wahrscheinlich der Chef. So, gibt es denn hier noch irgendwas anderes, was ich greifen könnte? Wie steuert sich der Blob so? Ja, ganz furchtbar. Frag für einen Freund. Ja. Also, der verzögert ganz schön heftig. Nein, 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 bleib doch. Ich will da oben das Ding da nehmen. Und ich würde gerne... Genau. Hallo, ich muss es ausbalancieren. Okay, warte, warte. Hallo. Ja, ja. Fall nach da. Bisschen nach da fallen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Wir haben es gleich geschafft. Die Hunde. Als ob uns die Hunde jetzt noch was könnten. Wir sind eine Fleischmasse, Freunde. Achso, warte kurz. Die Hunde können aber auch nichts machen, wa? Die können jetzt einfach nur bellen. Mehr geht nicht. Ja, ist wirklich nicht sehr appetitlich. Also ich hoffe, ihr esst gerade nichts. Ansonsten tut es mir echt leid. Nicht überhaupt hier rauf. Ach so. Kann ich das... Nee, 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 nee. Komm mal nochmal zurück. Tricky, tricky, tricky. Die Hunde würden alle alles auffressen. Naja, normalerweise ja, aber... ist wahrscheinlich zu viel. Wirklich. Eklig. Eklig. Hallo. Was, ihr seid zurück? Okay, was jetzt? Mach doch die Tür auf. Achso, warte. Deswegen soll ich zurück. Okay, damit du nicht so viel Angst hast. Okay, ich verstehe. Mach ganz in Ruhe die Tür auf. Wir tun dir nichts. Einfach nur aufmachen. Ja, ja. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Guter Mann. Das war jetzt nicht sehr freundlich von dir. Kann ich einfach hier durch? Ja, kann ich. Aber du willst, dass ich da reingehe, hä? Hast du ein bisschen Angst vor mir? Wollen wir mal gucken, ob wir hier reinkommen? Also, eigentlich von der Masse her... Nee. Oh, wir quetschen uns da durch. Die haben aber auch Schmerzen. Okay, was kann ich jetzt mit dieser wunderbaren Kiste machen? Also, die nehmen wir jetzt mal mit. Bin ich eigentlich einfach da... Nee, da sind wir ja durchgefallen, ne? Oder? Nee, wir sind da durchgefallen. Egal, wir nehmen jetzt die Kiste mit. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Kiste nach oben hätten werfen sollen. In diesen Dingensbummens. Okay. Oder sollte ich die nach da werfen? Dass wir die überhaupt werfen können, finde ich halt interessant. Und nehmen wir doch mal den Würfel mal mit. Den Blobby-Wobbel-Würfel. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt unsere Aufgabe ist. Also ich meine, ich weiß seit Anfang des Spiels nicht, was unsere To-Dos sind. Aber was ist denn jetzt bitte die Aufgabe für den Blobby-Volleyball hier? So, pack den mal nach da. Alter, der kann richtig Sachen wegschmeißen. Das ist richtig nice. Mach das Ding auf. Kann ich jetzt den Blobby verbrennen lassen? Sollte ich das?
Klar, du hast 100 Arme. Werfe das, als was du willst. Ja, okay. So, dann nehmen wir das erstmal mit hoch hier. Und dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir das da oben reinschmeißen können. Ist er hier? Da oben in den Verbrenner. Ja, können wir, aber passiert nichts. Warum passiert da nichts? Ich denke, es muss dabei brennen. Das ist ein guter Hinweis. Da hast du vollkommen recht. Aber jetzt aber nur die Frage, wie kriege ich das aus, dass wenn das Ding brennt, über die Sprengleranlage werfen. Ey, was würde ich ohne euch machen, Chat? Aber, jetzt kommt der Clou. Wenn ich das über die Sprengleranlage werfe, ist hier Wasser. Oh nein. Okay, wir probieren jetzt schon mal die Koordination aus. Ja, das würde funktionieren. Ich wollte aber eigentlich ausprobieren, ist, was ist, wenn es brennt, ich das hier rüber werfe. Okay, ich krieg es auch gefangen. Okay, würde gehen. Witzigerweise nur nach rechts, nach links macht ja immer einen Step Pause. Aber über die Sprengelanlage werfen ist sick. Sick clever. So, jetzt ist nur die Frage, wie kriege ich das jetzt gebacken? Okay, das war gar nicht mal so schlecht. Oho. Wir haben es hinbekommen. Nice. So, wir werden es jetzt extra mit Absicht nicht irgendwo hinlegen, sondern wir werden es die ganze Zeit oben behalten, damit wir es jetzt nämlich hier reingepfeffert bekommen. Als Anzünder. First try, GG. Also, first try, ja, nach der Hilfe von euch, nachdem ich wusste, was ich machen muss, ging's. Oh, das hört sich auch alles nicht so gesund an, wenn die da so leiden, die armen Jungs und Mädels. Was ist hier los? Ja, ein bisschen Gemüse. Nehmen wir mit. Oh ja, hier ist ja noch der... andere... Achso, nee, warte mal. Ich muss das, glaube ich, in den markierten Bereich stellen, ne? Kann das sein? Hier, so, markierter Bereich. Jetzt hier hoch. Jetzt sag bloß, der kann sich so lang machen, dass er jetzt da hochklettern könnte. Oh, nee. Aber warte, da vorne ist noch was. Das habe ich nicht gesehen. Kannst du jetzt hier nicht einfach dich da dran so fest? Lol. Als ob ich da dran jetzt einfach nur rumwippe. Bei sowas bekommst du Hunger auf Marshmallows? So gut, die FSK. Das ist auch. Also ich meine, ja, okay, die Konsistenz ist ähnlich. Gebe ich dir recht. Wenn du einen schönen Marshmallow hast, schön über das Lagerfeuer gegrillt und so, wenn der dann schön so schmilzt, so langsam und so karamellisiert. Ey, hey, ihr sollt jetzt da dagegen laufen. Ihr sollt das hier mitnehmen. Denn das ist schon lecker. Aber so dieses gewürzte Ding und auch diese, die Sounds. Nom, nom, nom. Ich weiß, ich würde aber dennoch gerne... Ah, oh, okay. Dennoch gerne würde ich... gucken, dass wir den kleinen Jungen da rauskriegen.
Okay, das habe ich mir gedacht. Das ist zu wenig. Kann ich... Nein. Kann ich hier rauf? Und den... Vielleicht muss ich auch gar nicht. Kann ich nicht den Stift ziehen? So, zieh du den Stift, Junge. Zieh den Stift und schmeiß mir runter. Die helfen mir sogar. So, nochmal. Also die wollen wahrscheinlich, die haben wahrscheinlich so viel Angst vor mir, dass sie sich denken, Hauptsache weg. Gib mir den. Gib mir den, ich will mit ihm spielen. Gib mir den. Gib, gib, gib. Und jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Okay, ich kann nach unten. Ich dachte, jetzt ist hier irgendwie... weiter. Oh, ich kann hier die... Freunde, ich kann hier die Abdeckung abmachen, Freunde. Ich komme hier auch wieder raus. Habt ihr euch so gedacht, dass ihr mich hier fangen könntet? Nicht mit der menschlichen Wulst. Oder... Ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll, wie ich das betiteln soll. Es ist ja wirklich einfach nur eine Fleischmasse. Okay, hier ist Ender. Vielleicht nach oben. Aha. Hier geht's wieder raus. Ganz komisch. Voll die Falle gemein. Ja, das war wirklich voll die gemeine Falle. Aber wollte ich nur diesen Würfel haben. Einfach so gib mir. Gib, gib, gib. Okay. Kann ich jetzt da nochmal mit Anlauf gegenlaufen? Jawohl! Und jetzt sind wir in der Villa-Lawine oder Gold oder. Und jetzt geht's ab ins Meer oder wie? Sind wir jetzt frei? Sind wir jetzt free? Können wir wieder der kleine Junge werden? Ich kann nichts machen. Ich kann nichts bewegen. Null. Hätten wir als kleiner Junge weitermachen können? Oder ist es jetzt einfach... Sind wir... Also... Also... Weiß ich nicht. So einem Ding beim Schnorcheln im Meer begegnen, da möchte ich auch ganz schnell los. Ja. Aber ich... Lol, das war das Game. Wie? Das war jetzt das Spiel? Okay. Also. Jetzt. Ich hab. Also. Es gibt keine richtige Story dazu. Man hat verschiedene. Man kann sich verschiedene Theorien ausdenken, was in diesem Spiel passiert. Und heftig. Und am Ende sind wir noch nicht mal der kleine Junge, mit dem wir gestartet sind, sondern sind so eine Fleischmasse. Und brechen aus dem Labor aus und
liegen da. Ja, würde ich sagen, das war Inside. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hat mir auch wieder super viel Spaß gemacht mit dem Chat hier zusammen. Und falls ihr auch mal mit live dabei sein wollt, kommt gerne bei uns vorbei auf twitch.tv/benny_und_steve. Da könnt ihr auch gerne ein Follow da lassen. Und wenn wir das nächste Mal wieder streamen, bekommt ihr dann auch eine Benachrichtigung. Und ja, ich sag erstmal soweit. Bis dann. Danke fürs Einschalten und reingehauen.